We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. So, da sind wir jetzt auch wieder on air. So, mal kurz hier die Musik ein bisschen regeln. Warte, ich hab's gleich. Moment. So, warte, jetzt noch ein bisschen lauter machen. Ja, okay, das müsste reichen. So, dann haben wir das alles jetzt eingerichtet. Moin, moin an die ganzen Leute, die gerade Moin schreiben. Ich habe schon gelesen auf meinem tollen Discord-Server, das heißt, auch auf seinem Discord, falls ihr nicht drauf seid, dass ich ja anscheinend bald, dass ich dann gestreamt werde. Bin mal gespannt. So, dann, warten schon alle hier. So, da sind wir ja schon hier im Place drin. Und wie gesagt, die nicht auf meinem Discord drauf sind oder nicht drauf können, warum auch immer. Einmal kurz mal hier zum Nachschreiben für die, die es jetzt hier im Livestream dabei sind. Nämlich, es gibt jetzt den Special Sommer Merch, nämlich in der der neuen Pharos-Kollektion, nämlich diesmal mit dem Blue Wave Pharos-Suit und dem blauen Pharos-Suit. Ich habe jetzt den Blue Wave genommen, weil den Top hätte es eigentlich dafür geben, also für die Farbe geben sollte. Den kriegt man eigentlich nur durch Sales, deswegen, da ja Roblox keine Sales mehr richtig macht, kann man auch schlecht bekommen. Und dann Fabio, danke für deine 99 Cent. Der wäre mal richtig jetzt pünktlich diesmal, die Notification. Also heute, das ist schon keine Verzögerung irgendwie. Sonst hat er immer eine Verzögerung, der Stream. Der kann halt jetzt halt wirklich pünktlich. Auf jeden Fall, wie gesagt, Kuss geht raus an Owner Fabio für die 99 Cent. So, wo war stehen geblieben? Nämlich, wie gesagt, kriegt man noch durch den Sale, deswegen. Also, ich werde ihn auch eventuell mal anziehen, so ist es ja nicht. Aber das ist so gesehen das Main Outfit. Dann haben wir hier noch die Crop Tops. Und wir haben jetzt zum allerersten Mal im Shop T-Shirts. Ja, Mann. Das sieht natürlich bei. Kommt auf den Charakter natürlich drauf an, wie das dann aussieht. Es wird ein bisschen verzogen, zum Beispiel an manchen Ecken. Aber hier sieht man das. Das sieht doch perfekt aus. Aber eventuell den Schriftzug werde ich dann in dem nächsten Mal ein bisschen höher setzen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das daheim mit war auf dem Discord. Der mir hat dann gesagt, ja, mach doch pinken Merch. Da haben wir jetzt auch den pinken Merch, das pinke Crop Top und auch das pinke Pharos T-Shirt. Das ist natürlich dann auch, also dieser T-Shirt dann auch weitergeführt. Und es wird auch bald eventuell, wenn ich das hinkriege mit meinem Designer, was wir natürlich hinkriegen werden, einen weiblichen, oder für die ganzen Mädchen, einen Suit dafür geben, weil es gibt ja für Frauen und für Männer einen Suit. Und deswegen, werde ich auch hier, dafür einen, Suit dann nachher anfertigen. Deswegen ja. Wie findest du das Gucci-Event? Das Gucci-Event finde ich ganz toll. Denn da gibt es dann mal gratis, also nicht gratis eins, aber halt Items, die halt dann limited werden. Deswegen, ja. So, wie gesagt, da einmal ist gesagt der neue Merch. Und dann haben wir nochmal hier drüben den hellblauen Pulli. 50% off. Das heißt, anstatt 10 Robux bezahlt ihr nur noch 5 Robux. Wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Eigentlich sollte noch ein blauer kommen, aber Roblox meinte, nee, wir haben ja hier schon genug andere Farben von der gleichen Pulli-Art. Deswegen haben sie gesagt, nö, machen wir jetzt nicht. Blau wird irgendwie nicht erkannt. Komischerweise, warum auch immer. Aber egal. Da werde ich mich vielleicht nochmal durchsetzen. Oder, mal gucken. So. Jetzt, würde ich sagen, verschwenden keine Zeit, denn... Ah ja, kurzer Plan. Kurzer Streaming-Plan heute. Nämlich... Okay. Da kann es gerade irgendwie nicht durch. Dann lese ich noch kurz vor. Mach wenigstens nächste Woche einen Wild West-Stream.
wenn ich wieder das nicht, also das Schmidderwärts, das kann man gar nicht sagen, warum das passiert ist, kann ich machen. Aber mir ist halt letztens, also das mit dem, ich wollte eigentlich gestern noch einen Stream machen zum Wild West, aber durch das ganze Metaverse bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Wollen wir jetzt gerade, warum der Bot das nicht jetzt nicht nach, hier abgelesen hat, aber okay. Deswegen, ja, oha, heute riecht voll die Bude immer. Was ich sagen wollte ist, wir werden heute, wie gesagt, einen spielen. Bis, was habe ich denn geschrieben, nochmal kurz gucken. Ich muss hier kurz den Plan nochmal offen haben. Wo habe ich das denn hingeschrieben? Ja, stimmt, das war ein Community-Beitrag. Da habe ich das hingeschrieben. Lass mich den Kurs nochmal öffnen. Aber sagt, wie gesagt, danke Alex, der hält an deine 2 Euro. Ich habe gerade vergessen zu sagen. Ich habe gerade den Text gerade gesagt. Gerade ein bisschen alles durcheinander. Warte, ich hab's gleich. Beitrag erstellen. So, nämlich, ich habe gesagt, um 18 Uhr, also bis 18 Uhr Islands und dann eine bis zwei Stunden Wild West spielen. Das ist der Plan für heute. Deswegen, ja, wie gesagt, das ist der Plan heute für den Livestream. Und, so werden wir das heute machen. Deswegen werde ich jetzt mich so schnell wie möglich in Islands verziehen, dass wir nicht so viel Zeit verschwenden. Bei mir steht, der Link geht nicht. Welcher Link denn, Lena? Welcher Link geht denn nicht? Welcher Link geht denn nicht? So, ich muss mal kurz hier einmal den hier machen. Welcher Link geht denn nicht? Welcher Link geht denn nicht? Dann können wir das mal nachher gucken. Dieser Moment... Oh Gott, jetzt kommt gerade Roblox dazwischen. So, dieser Moment streamen... Was? Dieser Moment... Moment, Stream beginnt. Ah, meine Eltern so, komm mal, wir fahren zu Oma und denk mir nur so, schlechteste Time. Ja, auf jeden Fall schlechteste Time, Alter. Das ist natürlich, bisschen, ja, reingegritscht worden. So. Wo ist gerade vom Krankenhaus entlassen, sehe ich mir. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Wo ich im Krankenhaus war, ich hatte Corona erstmal fett. Musste im Krankenwagen erstmal, weggeschleppt werden. War auch geile, Erfahrung auf jeden Fall. So. In der Gruppe sehe ich den Game Link nicht. Ich werde auf jeden Fall jetzt den Game Code reinschicken, weil in Islands ist das so, wenn man einer Insel beitreten will, einfach diesen Code da reinpacken. Oh, jetzt habe ich einfach keinen Knopf gedrückt. Komm, Knopf. Danke. Okay. Nein, das war jetzt nicht. So. So, wie gesagt, Code steht in der Roblox-Gruppe drin. Das heißt, einfach Islands join, dann hier auf Explore gehen, Code eingeben und wie gesagt, der Code ist in der Roblox-Gruppe. Das heißt, wenn ihr noch nicht in der Roblox-Gruppe seid, dann einfach mal beitreten und reinkommen. Es kostet euch absolut gar nichts. So. Ich finde den Realm-Merch richtig, richtig cool. Einer der besten Merch von dir, meiner Meinung nach. Ja, also ich habe mir gedacht, wie kann man halt was Cooles machen, das auch zu diesem Top-Hat passt. Ich könnte jetzt sagen, ich mache jetzt so einen Larifari-Merch wieder. Der halt nur die Farbe sich ändert und das wär's dann. Aber bis jetzt, ich glaube, die einzelnen Merch-Teile, die Muster haben, ist der Geburtstags-Merch, der von mir. Okay, Bot liest es heute mal nicht vor, auf Nicht-Gönner-Basis. Ich komme gleich dazu, zu Doni-Roton. Und es gab, wie gesagt, nur den Geburtstags-Merch und den Weihnachts-Merch. Der war der Einzige, der Muster hatte, plus jetzt den Sommer-Merch. So, jetzt kommen wir zu Roton, weil der Bot das irgendwie nicht erkennt gerade. 2 Euro von Roton. V, habt ihr den Link auf DC geschickt? Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen und danke für deine 2 Euro. Den werde ich dann natürlich nutzen. So, ja, was habe ich eigentlich vor heute in Islands? Ich habe auf jeden Fall vor, eventuell noch den Stück von der Pyramide dafür zu kriegen. Ich weiß nicht, ob auch mal ein aufgefallen ist, aber da haben wir noch ein Stück an Pyramide fehlen. Können wir kurz hier hochgehen. Genau hier. Hier fehlt noch ein Stück von der Pyramide. Und ich habe vor, nicht die Burg zu Ende zu bauen. Nein, die bauen wir nicht zu Ende heute. Aber ich habe was viel Cooleres vor. Einmal wollte ich mal versuchen, mich mit dem Schneebällen hoch zu katapultieren lassen von euch an einer Ecke. Und eventuell will ich dann noch eine Arena bauen, dass dann halt, ja, die Sachen dann machen können. Was ich auf jeden Fall mal hoffe, ich habe mit, vielleicht kennt einer den schon, mit Beef habe ich sehr guten Kontakt, also Beef Plays, der ist ja auch ein internationaler
einen YouTuber, es leckt ja gerade wie die Hölle wieder mal. Okay, fühlt sich das schlimm an. Und ich habe jetzt auch zum Mist, falls einer den kennt, auch jetzt Kontakt. Und eventuell wäre ich sowas, so wie Roblox Battles, also ABB, Roblox Battle, ich weiß nicht, wie das hieß nochmal, aber halt dieses Roblox Battle Turnier, eventuell mit Islands YouTuber machen, mal gucken, wie das ausgeht, mal gucken, ob die Planung umgesetzt bekomme. Das wäre richtig cool, deswegen, ja, ich werde mal gucken, was ich heute machen kann. Okay, da kann ich nichts mehr kaufen von. Deswegen wird auf jeden Fall richtig spannend und richtig cool. Und ich bin ja auch gespannt, wie es dann mit dem Projekt dann umgehen wird. Oder wie das dann endet. So, ich bin gerade ein bisschen plemplem wieder. Wieder durch, wie das sich alles, ja, am Ende ausgehen wird. Ob ich das hinkriege oder nicht. Und ja, mal gucken. Wie kann man reinkommen? Einfach der Roblox-Gruppe beitreten, dann in eins reintreten, beitreten. Und dann kannst du einfach hier den Code eingeben. Also das ist auf jeden Fall in der Roblox-Gruppe drin. Und ja, so. Deswegen, ja. Ich werde auch dann noch heute, wie gesagt, auch noch Island spielen. Island sei schon. Wild West. Ich glaube, zu Basen bewerten könnten wir kommen, aber nur limitiert. Nur begrenzt. Das könnten wir machen. Und ja, ich glaube, ich habe alles eigentlich gesagt. Surfsvolk kann ich joinen. Dann am besten warten, weil wir natürlich auch nochmal hier in die Hub kurz reingehen. Ich habe kurzes Wissen. Snowy Bolts. Kann die eine aufheben? Das würde mich interessieren. Kann einer die aufheben? Okay, logischerweise ja. Jetzt müssen wir das testen. Oh Gott, ist das schwierig. Okay, okay, okay. Irgendwann von euch müssen wir mal hüpfen. Ich will mal kurz ausprobieren, dass es geht. Dass einer durchgängig, also dass jemand durchgängig hüpft, dann kann ich einmal kurz testen, ob das mit den Schneebällen funktioniert. Weil wenn das nicht funktioniert, kannst du auch gleich sofort abschwenken wieder. Weil das würde mich mal brennend interessieren. Okay, warte mal. Treffe ich mal wen hier von euch? Okay. Weil, ich habe da so einen Trick gefunden. Aber das scheint nicht so aufzugehen, das Gefühl. Also ich sag mal kurz was. Ich weiß, dass ich das letzten Stream schon mal gezeigt habe, aber ich komme kurz da nochmal hin. Warum nehmen wir das Portal eigentlich überhaupt? Ich hätte auch nur eine Portale nehmen können. Auf jeden Fall so doof, aber kurz. Wir müssen wieder zurückgehen. Wir müssen. Nein, nein. Nein. Was ist das? Was ist das hier? Was ist das hier? Ich tue mal momentan ein Auge, Alter. Die machen noch Werbung rein, obwohl es eigentlich drin ist. Aber okay. Ich habe kein Liebeskummer. Oh Mann. Diese doofe Werbung, Mann. Diese doofe Werbung. Müssen wir mal hier eine Playlist machen. So, jetzt aber. Ach komm, wir laufen jetzt dahin. Wir laufen jetzt dahin. Na, mal kurz schon hinlaufen, schadet ja keinem. Faust, die Marvel und Slate Tones können nun mit Conveyor Belts droppen. Ah, okay, da guck ich mir nachher an. Weil ich hab's nie gecheckt, wie die funktionieren oder wie funktionieren sollen. Deswegen werde ich das mal gleich mal angucken, wenn wir dann wieder zurück sind. So, dann wieder weiterlaufen. Nee, warte. Nee, hier. Das war beim Chor. Beim Chor war das in der Höhle. Nein. Aber ich bin ehrlich, ich fände es cooler, wenn sowas hier spawnen könnte. Das fände ich, glaube ich, noch einen Ticken cooler. Auch wenn das über Conveyor Belts auch funktioniert, aber wenn das so spawnen könnte, einfach aus Deko-Elementen. Das wäre, also als Deko-Zweck-Element. Das wäre cool. So, wir gehen jetzt hier mal kurz hier rein. Wir gehen, danke. Nämlich, ich habe hier was rausgefunden in der Höhle. Und das wollte ich eigentlich heute machen. Mal gucken, ob wir es im Stream machen können oder nicht. Weil das, wenn das eigentlich großartig überlastet ist, müsste es eigentlich auch funktionieren. Wo waren das nochmal? Ich habe es letztes Mal geschafft. Ich weiß nicht, ob das im Stream war. Oder ob das privat war. Aber ich habe es geschafft, hier in dieser Chorhöhle zu diesem einen Loch ganz, ganz knapp ranzukommen. Das war wirklich sehr, 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 sehr knapp. Und das würde ich mal gerne heute im Stream ausprobieren, ob das funktionieren wird. Was habe ich verpasst? Auch nichts Großartiges. Ein paar Donis sind reingeblattert und ich habe ein bisschen getalkt. Über den neuen Merch und so. Über die Gruppe. Halt Kleinkram. So. Ah, genau. Genau hier ist das Loch. Hier ist diese Wand. Und wenn man hier hochgeht, warte, so. War das hier nicht hochgegangen? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, das ist die andere Seite. Ich kann mich echt gerade schlecht erinnern, wo ich da nochmal hochgegangen bin.
Aber hier gab es eine Ebene. Ich glaube, das waren die. War das überhaupt hier? Warte, hier ist das Loch. Okay, dann war es hier. Oh. Ah, Mist. Also ich bin hier irgendwie hochgekommen. Und, ich weiß gar nicht den Weg auswendig. Vielleicht haben sie sogar, gepatcht, weil ich eher weniger glaube. Aber, na komm. Da hoch, komm. Nein. Oh. So, jetzt komm. Zack. So. So, hier einmal hoch. Dann irgendwie jetzt hier hochkommen. Geht das? Also ich bin letztens von der anderen Seite ein bisschen rumgegangen. Komme aber nicht hoch, ne? Ah doch, hier. Hier, so. Dann bin ich hier hochkommen und habe mich gewundert, wenn ich doch hier stehe und das übelst halt irgendwie mit den Schneebällen funktioniert, dann kann man mich doch locker hier hochpushen und wenn man da oben ist, kann man dann einfach aus der Insel raus, also aus dieser Insel ausbrechen. Das würde ich halt gerne noch im Stream probieren. Und wenn das halt funktionieren würde, aber nur. Also mit den Schneebällen halt, ne? Das ist, also die Schneebälle haben ja so eine Art, wenn ich kurz zeige hier, der arme Fan, warte. Wenn ich hier so einen Schneeball habe, den kickt jetzt halt hoch. Da sieht ihr, seht ihr das? Das meine ich. Und wenn ich das, wenn ihr das hinbekomme, ihr seht schon, wie hoch Mattes fliegt. Da. Seht ihr? Seht ihr? Wenn ich das hinbekomme, oder wenn ihr das hinbekommt mit ganz vielen Schneebällen, die ihr auf mich schmeißt, dann können wir sogar heute schaffen, in dem Stream out of map von der Core-Insel zu kommen. Das wäre doch mein Highlight. Deswegen, ja, Mattes kommt kurz ein bisschen vor. Deswegen werde ich auch gleich nochmal ganz viele Schneebälle farmen. Und dann werdet ihr dann droppen, dann sammelt ihr die alle auf und dann schmeißt ihr die nachher, wenn die auch hier hochkommt, auf mich. Oh. Es ist ein bisschen schwer zu navigieren, muss ich sagen. Deswegen, man sieht, es funktioniert nur halbwegs. Deswegen brauchen wir auch mehrere Leute, die halt Schneebälle halt spammen. Jetzt habe ich keine Schneebälle mehr. Deswegen, ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Das habe ich auf jeden Fall vor dem Stream, weil da habe ich auch richtig Bock drauf. Das war im Stream. Okay, dann war es doch im Stream. Dann werden wir es heute im Stream das versuchen, da hochzukommen. Weil wenn wir mehrere Schneebälle haben, können wir locker mich da hochboosten. Und dann sehen wir mal am allerersten Mal, ich glaube, da bin ich auch der allererste, einen Spieler, der es geschafft hat, hier offiziell auszubrechen. So, aber wir werden jetzt erstmal wieder zurückgehen. Das heißt, wir töten uns noch kurz hier rüber. Zack. Und dann fahren wir kurz mit dem Schnee. Holen wir kurz noch ein bisschen Schnee. Aber da habe ich halt Bock drauf. Da habe ich wirklich Bock drauf, mal da auszubrechen. Man kann ja nicht die komm, für den Flex hier. Für den Flex. So. Gehen wir mal auf die Spots, wo die Berge sind. Da. Weil da hätte ich richtig Bock drauf. Da hier mal Bock drauf zu. Also wenn wir das wirklich schaffen, wenn da jetzt, wenn die nicht klug genug waren, da eine Wand zu setzen, dann einfach. Das ist Weltneuheit einfach in Islands. Ich bin der allererste YouTuber, der zeigt dann, wie es da oben aussieht, Alter. So, warte. Okay, warte, war das jetzt One-Hit oder ist das auch bei anderen Schaufen One-Hit? Okay, ist bei den Schaufen One-Hit. Okay, egal, dann nehmen wir halt die erste Schaufel, einfach für den Schnee. Dann nehmen wir die erste Schaufel einfach für den Schnee. Hier oben ist natürlich gar nichts. Ich weiß gar nicht, wie schnell spawnt so ein Schnee eigentlich, also ein Schneehaufen wieder zurück. Würde mich interessieren. Aber wie gesagt, das werden wir heute machen. Und das ist der Plan, auf jeden Fall. Weil ich habe auch vor, wie gesagt, diese Arena zu bauen, wo man halt sich dann gegenseitig runterschmeißen muss für den mit Schnee. Aber das würde mich schon mal brennend interessieren. So. Hier oben noch einen Schneehaufen gesehen, irgendwo, genau hier. So, spawn die schnell. Da hinten spawnen sie wieder. Wie gesagt, wir bauen halt echt sau viel Schnee. Kann man? Ach, warte doch mal. Ich bin doof. Ich kann doch mit der Snowball Machine Schnee machen. Also Schneebälle machen. Ich habe noch Schnee übrig. Ja, Mann, lass mal nach Hause gehen. Lass mal nach Hause gehen. Und mal gucken. Würdest du heute Inseln im Stream? Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich fände es ja lustig, wenn diese Art Abbey Battles in Islands so ein bisschen. So ein Spin-off von dem originalen Abbey Battles, aber halt nur offiziell in Islands. Und dass wir dann durch so ein Trophäe vielleicht von den Developern sogar kriegen könnten. Das wäre richtig geil. Nur ich kenne halt wirklich kaum viele Islands-YouTuber an sich so. Ich kenne jetzt nur Mist, Divi Plays und dann nochmal, wie heißt er nochmal? Beef, Divi Plays und Mist. Ja. So.
Warte, jetzt mal kurz gucken. Snowball Machine. Oh, allgemein Snow. Wie kann man nochmal Snow Blocks kriegen? Blocks und dann. Gibt's noch eigentlich die Schneeblöcke? Kann man auch noch Schneeblöcke machen überhaupt? All. Hä? Hä, wird man nur. Bin ich doof? Oder sind Schneeblöcke jetzt auch was Seltenes geworden? Kann man keine Schneeblöcke machen? Ja, hier steht doch Convert Snow into Snowboard. Aber wo kriegt denn Snow dann her? Hä? Oder ist das Snow. Mal kurz. Ach, ich bin doof. Man kriegt ja Snowblocks vom Abbauen. Lost. Einfach Lost in den Chat mal reinschreiben. Für mich, Alter. Okay, Snowball Machine. Dann haben wir 28 Stück davon. Das heißt, wir können mal kurz hier ein bisschen aufbauen. So, das heißt. Einmal kurz aus dem Weg. Komm. Zack, zack, zack. Oh. Solek anscheinend gerade. Hä? Hä? Was ist denn jetzt schon wieder los mit Islands? Hallo, ich will drehen. Hat das so eine riesige Hitbox? Oh, es stehen noch ganz so viele Leute da, haben wir nur im Weg. Hä? Also irgendwie. Ist ja mega buggy irgendwie gerade. Warte. Hat die. Warte mal kurz. Wir brauchen ein bisschen. Bisschen, ja, mehr gelegene Ecke. Irgendwie. Oh ne, wir gehen zur Farm da hinten. Zur Videoinsel sagen wir mal zu gerade. Aber wir brauchen ganz viele Snowballs. Vielleicht dann, die ich euch geben kann und ihr mich dann alle hochpushen könnt. Ich sehe jetzt schon, das wird nicht 100% funktionieren. Aber. Ein Versuch ist es wert. So. Einmal Schnee rein. Hier auch nochmal Schnee rein. Hier auch nochmal Schnee rein. Da nochmal Schnee rein. Hier. Und hier. So. Dann machen wir das ein bisschen Schnee machen. Und dann kriegen wir schon hier die Sachen zusammen. Und am besten die Schneeblöcke dann am besten in die Spendenkiste oder den Bunker reinpacken. Ich kann mal kurz gucken, was denn am leersten gerade. Oh Gott, wie es im Bunker aussieht. Snow. Mal kurz voll machen. Wie gesagt, wenn ihr Schnee habt, einfach in den Bunker reinschmeißen. Dann nehme ich das einfach nachher raus. Mal kurz gucken, ob auch hier alles anders war. Okay, die ist voll. Da können wir entleeren kurz. Nice Perle wieder am Start, ne? Okay, so. Wie gesagt, dann kann ich das nachher entleeren einfach. Nehme ich mir einfach raus hier. Zack, und dann geht der Schnee hier schon durch. Das ist der Plan. So. Hallo Mali, willkommen im Stream. Das machen wir heute. So, das heißt, wir gehen wieder zurück. Und machen noch mehr Snow. Boats natürlich. Ich hoffe, es wird ausreichen für die meisten. Und ja, das ist der Plan. So. Dann holen wir kurz die Snowboards hier raus. Dann machen wir wieder Schnee rein. Also am besten, wenn ihr Schneebälle schon habt, am besten jetzt nicht verheizen, sondern behalten, dass ihr die nachher auf mich werfen könnt. Aber wir brauchen die ganzen, eure ganze Kraft von Schnee und Schneebällen, dass wir die dann verwerfen können. Und ja. So. Jojo, Alex, bis später. Ey, was ist denn das denn heute? Nein, hallo. Warte mal, Werbung ganz aggressiv irgendwie. Ganz komisch irgendwie. Die Werbung ist jetzt irgendwie momentan öfters drin. Richtig nervig eigentlich. So, egal. Egal. Regie macht Auge. So, dann einmal kurz hier wieder Schneebälle benutzen. So, und dann bub rein da und dann bub hier. Ui, ich bleib hängen. Bub hier rein und dann bub hier rein. Wie gesagt, wir brauchen ganz viel Schnee. Mir geht langsam der Schnee aber alle. Das heißt, ja.
Die Perle ist von mir. Ehre, Ehre. Moin, moin an Paul Schul. Schuh und Ma Null. Willkommen im Stream. Willkommen im Stream. So, wir werden wieder heute uns da hochboosten in der Chorinsel. So. Okay, wir bekommen 3 Schneebälle pro Block. Das ist natürlich gut. Okay. So, dann nochmal. Einmal hier. Dann gehen wir kurz noch schnell zum Bunker. Und dann holen wir mal kurz da den Schnee raus, wenn da noch Schnee drin sein sollte. Da sind 2 Blöcke drin. Und dann nehmen wir die einfach raus jetzt hier, egal. Haben wir nochmal 271 Blöcke. Und gehen wieder rüber. So, do. Einmal kurz hier rüber, dann hier rüber und dann hier nochmal neuen Schnee uns abholen. So, rein da. Wir brauchen so viele Schnee. Ich werde die alle gleich natürlich droppen. Aber denkt daran, nicht den Schnee sofort am Anfang benutzen, sondern erst, wenn wir in der Höhle sind und er auch alle da hochgeschafft hat. Nur dann, wenn ich dann sage, los, dann sollt ihr am besten alle die Schneebälle verwenden. Und ich lege nochmal ein paar Maschinen drauf. So. Geht das? Nee, geht nicht, okay. Aber das geht. Hallo? Warum geht es nicht? Ah, jetzt. So. So und so und noch mehr, eventuell. Hier geht noch eine hin. So. Dann einmal kurz alles einsammeln. Und dann alles jetzt hier füllen. Na komm. So. Wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, Insel bewerten. Aber ich glaube, Giveaway, das wird dann heute nicht wegen dem Wild West Part noch. So, dann machen wir hier die Sachen fertig. Hey Pharo, wie geht's? Mir geht's gut, wie geht's denn dir, Phoenix? Kannst du mir dann Schneebälle mitbringen, weil ich warte bei der Diamantinsel auf dich? Ich mach das so, ich werde auf meiner Insel den Schnee verteilen. Das heißt, ich werde einfach mich irgendwo hinstellen und dann werde ich den Schnee da droppen. Das heißt, dass ihr, wie gesagt, dann mich damit hochboosten könnt. Aber denkt daran, erst dann hochboosten, wenn ich sage, boostet mich. Weil sonst ist das doof, wenn mir da schon die Schneebälle verheizt. Weil ich glaube, die Summe an Schnee da gerade, die ich habe, ist schon ein bisschen aufwendig zu bekommen. Deswegen, ich versuche gerade das alles, dass wir mich da hochboosten können. Weil wenn wir es dann schaffen, mich hochzuboosten, dann haben wir es geschafft, was kein anderer geschafft hat, jemals in ganz Islands. Und wenn ihr mich dann auch seht, zum Beispiel in der Höhle, dass ich dann leicht fast vorm Tod stehe und vielleicht in die Chorhöhle runtergeschubst werden kann, am besten dann aufhören zu schmeißen, dass ich mich dann wieder positionieren kann, falls es nicht funktionieren sollte. Hallo Katzenauge, willkommen im Stream. Und mir geht's gut, genau. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Schon wieder kein Giveaway? Nein. Letztes Mal gab's ein Giveaway. Letztes Mal gab's ja so ein Drop-Away. Nennen wir mal so. Ein Drop-Away, wo ich ja die Banner, die neuen, verteilt habe. Also, eigentlich schon ein Giveaway. So. Dann haben wir gleich insgesamt schon 1000 Schneebälle. So. Wer von euch hat eigentlich schon damals den Snow Game Pass gekauft hier? Würde mich interessieren. Und würde mich interessieren, ob der wirklich dieses Jahr auch zurückkommen wird. Wenn nicht, dann ist das echt eine krasse Angelegenheit, die ich mir geholt habe damals hier. So. Wie kann man auf die Ehrenmänner Wand kommen? Normalerweise mit krassen Spenden halt, wie gesagt, in-game. So ist es damals gewesen, aber weil momentan
Das ist irgendwie so verbuggt, dass man nur unter einem Block die Wand setzen kann. Habe ich momentan ein bisschen ausgestellt. Und man das dann weiterführen, wenn das sich wieder behoben hat. Weil sonst ist das halt doof, dass die alle Leute da unten halt irgendwie da so rumhängen. Gerade ein kleines Hicks aufbekommen, ganze Zeit. So. Dann einmal kurz hier das alles da rein. So. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass wir es schaffen werden, wenn mich alle boosten werden. Deswegen. So, wir kommen langsam zum Ende unserer Ressourcen, sehe ich gerade. Wie kann man bei deinem Spiel beitreten? Ganz einfach, außer dann mitspielen, dann musst du erstmal die Gruppe joinen, da ist der Code, wie meine Insel heißt. Und dann musst du einfach in einen rein und deinen Code dort eingeben. Genau. Das ist, wie man hier reinkommt. So. Dann holen wir uns mal hier die ganzen Snowballs ab. So, einmal hier rein. Einmal hier rein. So. 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 Alles voll machen. Wie gesagt, das sind die letzten Ressourcen an Schnee, den ich habe. Und dann werde ich die Schneebälle vergeben. Und wie gesagt, erst dann schmeißen, wenn ich sage, los. Und wir auch alle dann der gleichen Ebene sind. Oh Gott, es geht schon wieder los. Ich hasse Raketen. Ich werde sie nicht lieben, ich werde sie auch mal hassen. Ey, so. 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 Na komm. Und den hier, und den hier, und den hier, und den hier. So. Und dann machen wir wieder voll hier. Zack. 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 So, und die letzten Blöcke werden jetzt hier verheizt. Und der letzte Block geht auch gleich in diese letzte Maschine rein. Da haben wir schon fertig. Und dann werde ich die Schneebälle vergeben. Ich habe noch Schnee. Ja, wie gesagt, wenn du noch Schnee hast, einfach in den Bunker rein. Einfach in den Bunker rein und dann werde ich sie noch rausholen. Ich würde dir gerne helfen mit dem Hochboosten, aber es laggt zu sehr auf deiner Insel, weil ich Mobile-Spieler bin. Uff. Ja gut, das ist halt Islands, ne? Das ist natürlich belastend. Wir kommen mal zu mir, einfach in der Gruppe beitreten und dann den Islands-Code, der da ist, einfach bei Islands hinzufügen. So. Ein Block noch, den packen wir kurz her und gucken mal kurz, ob das schon in den Bunker reinpackt. Dann haben wir 1000 Schneebälle. 1000 Schneebälle, wenn das nicht ausreicht, dann, weiß ich auch nicht weiter. Ah, 26 Snow. Ehre, Kuss, Kuss. Und dann können wir noch die 26 auch noch verheizen in den Maschinen. Ey, was ist denn das denn heute? Nee, nee, komm, dafür gibst du extra hier die Islands-Musik. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Zack. So. Ganz einfach. Und am besten keine Raketen spammen, das ist mir sehr lieb. Sonst muss ich euch von der Insel runterschmeißen. So. Dann werden wir mal kurz hier das fertig machen. So. Okay. Perfekt. Dann haben wir das. Huch. So. Dann, ja, warten wir kurz, bis das Schnee vorbei ist und dann können wir hier schon uns das, machen. Grüße gehen raus an Toxiokinder und Volkinaut. Ach Gott, aber ok, was ist denn jetzt hier los? Hallo, aber ok, hallo, hallo. Willkommen im Stream, Alter.
So. Jetzt haben wir genug Schnee. Jetzt werden wir versuchen. Also wir werden den Schnee jetzt verteilen. Und dann ja. So, jetzt kommen wir mit Elements. Dann werde ich kurz den Schnee verteilen. Und dann werden wir versuchen, mich hochzuboosten. Am besten gehen wir auf jede Ebene, da kann nichts runterkullern oder so. Oh Gott, die Ansicht, Hilfe. Warten wir kurz, bis alle da sind und dann verteilen wir den Schnee. Und dann verteilen wir den Schnee. Und dann geht's ab. Dann werden wir uns alle versuchen, gemeinsam. Also. Hä? Ach so, hoch! Ohne Fabio! Die 99 Cent, Ehre, Kuss, Kuss. Der kann ja was mal wirklich getimed. Das ist noch keine verzogen, krass. Ehre, wie gesagt, Kuss, Kuss geht raus an ohne Fabio für die 99 Cent. Ja, genau. So. Jetzt noch mal kurz, bis alle wieder da sind. Im Bunker ist mein Schnee. Das ist noch mehr Schnee, warte mal kurz. Das ist noch mehr Schnee. Ja, dann nehmen wir den noch mit. Dann nehmen wir den noch mit. Ach, Ehre, Alter. Ehre, 169 Schnee noch. Ja, guck mal kurz, dann können wir noch verarbeiten gehen. Dann können wir noch mehr Schneebälle produzieren. Dann können wir nochmal Schneebälle produzieren. Kurz geht auf jeden Fall raus auch. Wer war das denn, der Kapitän mit der Mütze oder Milchmannmütze? Wo ist denn der eigentlich? Dapolino. Dapolino, kurz geht raus an dich für den ganzen Schnee. Da können wir doch noch ein paar mehr machen und dann können wir uns dann damit hochboosten. So. Dann können wir nochmal ein bisschen Schnee verheizen. Dann bleibe ich, glaube ich, auch gleich hier und kann ich hier den Schnee droppen. So. So. Und wie gesagt, dann können wir uns gleich alle gemeinsam hochboosten. Also gesagt, mich hochboosten, wenn ihr auch da hochkommt in die Ebene. Und dann, ja. Genau. Genau, Ehre Fabio. Auf jeden Fall. Der hat ja schon, zwei Donis hat er schon auf 9 Cent rausgehauen. Auf Ehrenbruderbasis natürlich, nicht zu vergessen. So, dann holen wir kurz hier den ganzen Schnee raus. So. Und dann können wir uns gleich das hier schon vergeben. Das heißt, wenn ihr noch keinen, aber wenn ihr gleich den Schnee aufsammeln wollt, einfach hier zu den Maschinen hinkommen. Da werde ich gleich den Schnee verteilen. Wir brauchen wieder massiv viel an Schnee. Wir brauchen so viel Schnee, dass wir ganz eins damit bedecken können. Und dann, wenn wir am Punkt angekommen sind, dann werden wir mich dann da hochboosten. Und vielleicht gibt es ein Secret, wer weiß. Vielleicht gibt es ein Secret. Vielleicht haben sie schon nachgedacht, wenn da so Dullis hochkommen, so wie ich, ne? Dass da eventuell dann was für mich vorbereitet wurde. Wer weiß, mal gucken, mal gucken. Magst du keine Karotten? Die sind doch toll. Hab ich was verpasst? Oder? Ich glaube, ich hab irgendwas verpasst. Ich glaube, ich hab irgendwas verpasst im Chat oder so. So. Zack. 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 Ey. So. 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 Hier noch einmal den auf Schnee. Komm, gib mal her jetzt hier. So. Und so. Noch 88 Schnee müssen wir noch verarbeiten. Und dann haben wir fast 5500 Schnee. Oh mein Gott, Leute. Fast 1500 Schnee. Alter, das ist ja heute richtig krass hier, oder? So viel Schneebälle haben wir gleich bereit, die ich dann auch nicht verteilen kann. 1500. Herzlichen Glückwunsch. Das wird lustig. Deswegen, na komm. Danke. Deswegen wird auch richtig, richtig, richtig cool auf jeden Fall. So. Dann machen wir mal kurz wieder ein bisschen, dass der Schnee sich hier verarbeitet und dann Abfahrt. Was geht von aus? Mir geht's gut, wie geht's dir, Niki? Willkommen im Stream. Bewertest du auch heute Inseln? Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde auf jeden Fall heute Inseln bewerten. Und hier sind 51 Zuschauer. Ehre, Kuss geht raus an jeden einzelnen Zuschauer, der da draußen gerade zuguckt. Und wie gesagt, wenn du noch nicht abonniert hast, diesen Kanal, und noch keinen Daumen nach oben gegeben hast, dann tu es am besten jetzt. Denn das wird mich ganz doll freuen und weiterbringen. Mehrere Streams zu machen, nicht zu vergessen. Ne? Heute natürlich Sonderstream am Start, nicht zu vergessen. Islands und Wild West. Deswegen auf jeden Fall mal den Daumen drücken und die Abonniertaste betätigen. Und die Glocke nicht zu vergessen zu aktivieren, dass ihr keine neuesten Videos, weiteren Videos, mein Gott, von Livestreams, warte mal kurz, von Islands, so, von Islands und sonstigen Videos auf meinem Kanal nicht verpasst. So. Ich muss mal so einen Knopf anlegen, wo ich das einfach automatisch sage. Das wäre doch cool.
Das wäre doch cool. So, noch 4 Snow müssen wir verarbeiten. Und dann können wir einen rausdrücken. Faro, magst du doch nochmal 99 Cent? Ich sag mal so. Das ist von dir aus. Wenn du mir freiwillig dein Geld geben willst, deine Spenden, nehme ich gerne an. Wie gesagt, das ist alles freiwillig. Du musst nicht. So. Ich sag mal so, 99 Cent sind 99 Cent, ne? Weil der Führerschein finanziert sich nicht von selbst. So. Oh, Mann. So, jetzt einmal hier kurz den hier aufmachen. Oh, warte. Jetzt aber. So. Die letzten Schneebälle. Oh, Schneeblöcke. Und dann sind wir auch fertig hiermit. Und dann können wir eigentlich mal die Sachen verteilen. Was brauchst du, damit wir Mitglieder werden können? Ich hatte das noch ausgestellt, die Mitgliedschaft. Aber ich werde dann, ich glaube, eventuell heute oder morgen das mal aktivieren. Das heißt, da wird es auf jeden Fall eine Mitgliedschaft geben. Auf meinem Kanal. Warum hast du keine Brücke? Ich habe doch Brücken hier. Ich weiß nicht, was du hast. Hier sind doch überall Brücken. Hängebrücken. So. Oh Mann. So. Fahren wir kurz jetzt hier. Zack. Nehmen wir das mal kurz mit. Und dann reißen wir kurz alle ab, dass wir noch Platz genug haben. Und dann droppen wir die. Huch. Will es nicht machen. Einmal kurz bitte Gras. Einmal bitte Gras. So. Einmal kurz hier. So, so. Ui. Oh, na Fabio haut wieder 99 Cent auf Ehre raus. Kuss geht raus. Auf jeden Fall an Owner Fabio. Ehre für die 99 Cent. So. Jetzt haben wir genug Platz hier. Jetzt können wir auch hier droppen. Genau, reicht jetzt auf jeden Fall. Also, wie viel hast du denn schon rausgedroppt eigentlich hier schon? Schon fast um die 3 Euro circa aufgerundet. So. Darf ich sagen, einmal kurz hier. Ich kann mal kurz so ein. Warte. Stairs. Ich mach mal kurz so ein. Wie soll man das denn? Ein Loch, wo die Sachen reinfallen. Warte. Und dann mach ich eine Slab. Einfach mal ganz billig hier. Wo ist denn das? Da. So. Das heißt, ich baue jetzt hier so ein Loch. Und das heißt, alle stellen sich gleich um das Loch herum. Am besten jetzt nicht da reinstellen. Das macht das Ganze wesentlich einfacher, wenn ihr mal kurz alle weggehen würdet. Ich fände es geil, wenn man auch Leute mal so einbauen könnte. Also wenn wir dazwischen. Ich muss hier kurz alle hinlocken, bitte raus und wieder. Mal kurz hier hin, dann rennen sie mal alle hinterher. Und dann muss ich jetzt einmal kurz, wie gesagt, das Loch hier oben hinbauen. Und wenn die dann hier alle mal runtergehen würde, dann könnte man diesen Prozess vereinfachen, sonst dauert das ein bisschen länger. Ja. Der ist auf jeden Fall da drin gefangen. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und. Oh Gott. Viermal. Und dann bauen wir das jetzt hier noch in den Seiten zu. Das heißt, am besten jetzt unten stehen bleiben, weil ihr müsst ja die Schneebälle auch natürlich auffangen. So. Das heißt, stelle mich hier hin. Ich mache jetzt da unten mal die Luke auf. Das heißt. So. Und. Warte. So. Aber mal kurz, muss man auch mal kurz hier nochmal eine Slab zwischen machen. Wenn ihr jetzt da nicht alle so wie Bekloppte reinrennen würdet, dann könnte man das auf, da machen. Mal. Bitte! Ich will doch nur, Mann! Also wie gesagt, ich kann hier nicht bauen, wenn hier da alle im Weg steht, ne? Dann müsst ihr schon bedenken. So. Jetzt einmal nochmal hier die Ecke. So. So. Dann würde ich sagen, droppe ich die mal da rein. Am besten geht das da durch. Das geht da durch. Ja, nicht jetzt benutzen. Nicht jetzt benutzen. Es ist Verschwendung. Macht es, wie gesagt, nicht jetzt. Erst später. Benutzt die erst später. Erst dann macht es Sinn. Wir brauchen die Schneebälle. Am besten die nicht verwerfen. Wir brauchen die Schneebälle. Wir brauchen die Schneebälle, dass wir uns nachher hochboosten können. Sonst ist das alles hier umsonst gewesen, gerade die Zeitverschwendung. Wir brauchen die Schneebälle. Mal kurz hier ein bisschen Spam. Oh. Ui. Weil sonst ist das ein bisschen Zeitverschwendung. Huch, ich rutsche ein bisschen runter.
Also, wie gesagt, am besten unten stehen, da gibt es dann genug aus, die heben es eigentlich überhaupt auf da? Heben es gar nicht auf, ne? Oder? Man sieht schlecht. Ach komm, ich stopp's einfach, das ist unten, das bringt nichts. Dann rollen sie halt, wenn es ein bisschen. So, dann. Da sind die ganzen Schneebälle. Wie gesagt, nehmt euch alle so viel wie möglich, denn wir müssen mich hochboosten. Ich guck mal kurz in den Chat rein. Was geht voraus? Mir geht's gut, wie geht's hier? Mir geht's einbahnfrei. So, wie gesagt, wir müssen so viele wie möglich haben, die mich halt hochboosten können. Weil sonst wird das wieder nicht funktionieren. Sonst wird das nicht funktionieren hier. Wir müssen ganz viele Leute haben, die mich hochboosten. Und dann, wenn wir am Zeitpunkt da angekommen sind, wo wir hin müssen, werden wir dann versuchen, mich hochzuboosten. Ich glaube nicht, dass es jetzt einwandfrei funktionieren wird, aber mal kurz die Schaufel da wegpacken, falls sie gleich anfangen zu droppen, auszusehen. Aber ich glaube, wie gesagt, wir werden es eventuell schaffen. Wie gesagt, ich glaube nicht dran, aber wir versuchen es wenigstens. So, gleich habe ich alle 800. Ich muss mal kurz ein bisschen spammen, mein Finger tut ein bisschen weh, aber da gucke ich auch gleich auf den Chat ein. Ich muss auch mal kurz hier willkürlich, oh Gott, meinen Finger spammen. Eigentlich klingt das ganz gut, aber gerade eben lässt mein Finger grüßen. So, warte. Komm, so. Ja, komm. Ganz viel. Ich bin ein legit Player. Ich, mach hier keine, Sachen. Ich mach das einfach alles per Hand. So. Mal kurz alles aufsammeln. Gleich haben wir es fertig. Und dann gucke ich wieder auf die Kommentare ein, was hier gerade im Chat abgeht. Hätte ich einen zweiten Monitor, wäre das natürlich auch möglich, aber ich bin zu arm dafür. Das heißt arm. Ich könnte natürlich leisten, aber ich habe halt wichtige Dinge vor, die zu kaufen im echten Leben. Und da ist halt der Führerschein halt schon als Beispiel wichtiger als halt, sagen wir schnell, einen neuen Monitor. Dann kann ich auch immer, wenn ich mein Auto habe, kann ich sagen, mein allererstes Auto. Ja, Mann. Wir haben auch so ein Video noch. So. Mein allererstes Auto finanziert durch Islands, Kappa. So. Dann haben wir gleich 1500 Schneebälle einfach weggedroppt. So, komm. Alles weg. Muss alles weg, Sonderschlussverkauf, alles weg hier, komm, alles raushauen, alles weghauen. Alles muss raus aus meinem Inventar. Okay, nicht alles, aber halt die Schneebälle, ne? So. Dann versuchen wir mal 5, 4, 3, 2, 1 und das war's an Schneebälle. So, jetzt kommen wir kurz in Kommentare rein. Ist das ein Privatserver? Nee, das ist ein öffentlicher Server. So, wir hatten nicht schmeißen jetzt. Behaltet die auf, wir müssen jetzt einmal kurz zur Höhle, zur Korb, Höhle. Wir brauchen hier gerade jeden einzelnen, einfach bin ich auch doof, mach ich so. Jeden einzelnen Schneeball. So, wir nehmen das Portal hier, das geht schneller. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns auf der anderen Seite und sagen, rein geht's hier. Und wir warten noch ein bisschen auf die anderen Leute, in der Zeit kann ich kurz Kommentare vorlesen. Insgesamt mit allem, was ich schon dir gespendet habe, 24,31. Huch, ein bisschen auf Makramee-Niveau oder wie? auf jeden Fall Ehre, Kuss. So, wir warten mal kurz, bis auf alle angekommen sind und das gecheckt haben, dass ich jetzt hier stehe. Hast du einen Tipp? Komme nicht hoch, liege auf dem Boden, hab nämlich immer noch mein Bein gebrochen. Ja, ne? Ich weiß eigentlich nicht, was ich dazu sagen soll. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. So, rein geht's. Mir fällt gerade wirklich nicht an, was ich dazu sagen soll. Tut mir leid. Am besten liegen bleiben. Und auf dem Handy Roblox spielen. Und zuschauen das Video. Eins von beiden. So. Dann einmal kurz hier rein. Wir warten, bis Islands uns hier reinlässt.
Gerade 57 Zuschauer. Alter, kriegen wir heute noch hier den Rekord gebrochen von 78 vom höchsten Stream, Alter. Das ist natürlich krass, ne? Das wäre dann natürlich ehrenhaft, wenn wir heute den Rekord eventuell brechen könnten. Aber ja, wir warten mal. So. Dann warten wir mal. Dann, wie gesagt, wir müssen eh noch hochklettern und dann an dem Punkt warten wir dann, bis dann alle hochgekommen sind. So. Da sind wir angekommen. Dann rennen wir schon mal den Weg entlang. Wie gesagt, einfach hier hochlaufen, glaube ich. War das hier? Ja, genau. Hier geht einfach hochzulaufen. Und dann müsste das hier sein, glaube ich. Das hier. Wie gesagt, noch nicht benutzen. Wir brauchen jeden einzelnen Schneeball. Wo war das überhaupt nochmal? Was hier? War das der alte Weg? Hä? Da ist das Loch. Oder sind wir. Müssen wir hier lang laufen? Müssen wir kurz hier rumlaufen, ein bisschen verpeilt. So, wenn hier. Wo ist das Loch? Da ist das Loch. Und hier ist der, genau, hier ist dieser Smart, der da raus. Ich weiß nicht, wie es auf Handy ist, ob man das ein bisschen schwieriger hat, da hochzukommen. Aber ich gehe jetzt mal hier diesen Weg hier lang. Ah, Mist, natürlich fahre ich runter. Wenn ihr alle da hochgekommen seid und ich sage dann, wenn ich das Startzeichen gebe, go, dann dürft ihr erst mich befeuern. Am besten auch, wie gesagt, aufpassen, dass mich dann. Oh Gott, das ist schwer, hier hochzukommen. Dass er dann nicht, dass mich aussehen, da runterkickt. So, jetzt mal kurz gucken, wie wir hier hochkommen. Mal kurz gucken, wie wir hochkommen. War das vielleicht hier rüber? Nee, hier war das nicht. Hier war das nicht. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Wie gesagt, der Hauptpart, das Schwerste vom einen ist nicht nur das richtige Beschießen, sondern auch hier hochkommen. Ich bin hier hochgekommen irgendwie. Hier, wo er steht. Aber vielleicht dürfen wir uns nicht zu krass bewegen. So. Aha. Ah ja, sieh an. Oh. Hier lang. So. Er hat es schon geschafft. Wer da rumkommt? Leon? War das Leo so, der da hochgekommen ist? Ich weiß gar nicht. Na komm. Ach Gottes Willen. Hilfe! Ich habe mir natürlich Kollisionen hier im Spiel, dann könnte man sagen, ja, macht man hier im Turm. Aber. Was geht da? Warum fühle ich mich gerade beim Jumpen hier so einbeträchtigt irgendwie? Das fühlt sich so ganz komisch an. So, jetzt komm. Einmal hier hoch, bitte. Komm. Gönn noch mal. Bin ich nochmal hier hochgekommen, ob ich hier seitlich hoch. Ah nein! Oh, ich bin runtergefallen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott. Wie es ihn aber weggeschmissen hat. Zu geil. Wie es ihn einfach weggeschmissen hat, einfach zu geil. Warte, vielleicht. Hä? Was ist denn los auf einmal? Ich fühle mich irgendwie voll geschwächt, hier hochzukommen. So, warte. Nee. Ist das wirklich meine Fallanimation, die mich ein bisschen blockiert? Kann das sein? Ich hab's doch gerade geschafft, bin ich blöd? Ich hab's doch gerade geschafft, hier hochzukommen. Komm, die anderen schaffen das auch. Warum schaffe ich das nicht wieder? Ja, das bin ich auch jetzt nicht, weil du mich damit halt stoppst halt. So. So, ah. Perfekt, easy. Einfach der Obi-Profi. So, nächste Qual ist hier hochzukommen. Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie man hier hochkommt. Ich bin noch nicht blöd. Ich hab's doch gerade vorhin noch geschafft noch. Hä? Mal. Hier ist ein Stein. So, das heißt, auf den muss ich drauf irgendwie. Warte, der hat es geschafft. Ah, okay, okay. So, warte, wir warten. Wir warten noch. Wir warten kurz noch, bis eventuell die beiden da hochkommen. Du hast mobil gemeint, oder? Ja, wie gesagt, mobil. Ich weiß nicht, ob die schwerer haben, hochzukommen oder nicht, aber die meisten sind ja doch schon hochgekommen. Deswegen, wir warten mal. Dass eventuell noch hier ein paar hochkommen, dann lassen wir uns mal hochboosten. Oh, Malte, okay. So, dann kommen wir vielleicht noch hinterher nach. So, jetzt müssen wir kurz gucken, wo ist hier der engste Punkt oder der nächstgelegene Punkt, der mich jetzt nicht zum Tod führt. Wäre eigentlich hier und hier. Das heißt, stell dir mal alle, wo mein Mauszeiger ist, hier hinter auf, hier ungefähr.
Wir müssen es so versuchen, dass sie mich alle in die Richtung hochboosten. Das heißt, wir haben dann wegen eine geringe Chance, hier runterzufallen. Das ist der Plan. So, das schaffen wir. Komm. Alter, 62 Zuschauer sind gerade. Ehre, Kuss an jeden einzelnen Zuschauer. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir ja heute noch den Rekord zu brechen. So, wie gesagt, einmal kurz hier hinstellen. So, das ist natürlich bei mir ein bisschen delayed, aber wann mal das zu kommen. Haben jetzt ernsthaft geschafft, jetzt selbst sich nicht mehr bewegen zu können, oder wie? Okay, mal, dann versuch mal zu. Oh Gott. Ja, das meine ich. Versuch mal zu sprinten. Versuch mal zu sprinten. Und dann nimm ein Item in die Hand, das sich euch bewegen lässt. Als Beispiel so ein Bogen oder so. Nehmt mal so einen Bogen in die Hand. Nehmt mal eventuell so einen Bogen in die Hand. Oder irgendwas, das sich bewegen lässt. Natürlich, na, wenn man ein bisschen rumspielt wieder, ne? Da habe ich noch eine. Was habe ich noch? Dragon Potion? Potion? Formula. Versuchen es mal kurz hier zu fixen, eventuell. Mal kurz. Aber er hat es geschafft. Hat er jetzt geschafft? Toxic. Ich schmeiß noch trotzdem, oder? Nee, obwohl nee. Okay, jetzt, okay. So. Einmal kurz alle hinstellen. Und dann schreibe ich. Und Feuer! So, komm, boostet. Boost mich, komm. Ich muss da hoch, komm. Oh, der war gut. Ihr müsst schon auf mich ziehen, ne? Also nicht willkürlich ziehen, sondern auf mich ziehen. Ja, das ist gut. Oh! Komm. Ja! Oh Gott. Ich weiß nicht, wie viel Schneebälle die haben halt, ne? Oh, da waren die Sachen laufen jetzt auch auf Schneebälle. Knapp. Ja, wie gesagt, da müssen wir alle halt auf mich feuern. Aber es geht leicht. Oh, der ist gut, der war gut. Komm, das schaffen wir, komm. Das müssen wir kommen, das schaffen wir. Komm. Ihr müsst halt schießen und ich muss halt gegenarbeiten. Keine Bälle mehr. Oh, der war gut. Ja. Oh. Komm. Ich muss da irgendwie hoch. Wo schmeißt er das hin? Okay. Ja, schaffen wir das. Das war schon ein guter Move. Das war schon. Hier. Wer ist das? Er schmeißt. Wir müssen da hoch. Wir müssen da wenigstens hoch. Ich will einmal rauspieken. Das ist alles, was ich will. Und ich keine Schneebälle mehr. Ich komme, alle. Oh Mann. Ich glaube, keiner hat Schneebälle mehr. Kann das sein? Aber man hat gesehen, für einen Moment hat das richtig gut geklappt. Jetzt ist die Frage halt, wie man da noch hochkommen könnte. Also Schneebälle haben auf jeden Fall geklappt, das ist das Problem. Man muss halt konstant halt, erst muss ich dagegen arbeiten. Das heißt, alle müssen von einer Position aus schießen. Und man braucht halt viele Schneebälle. Man müsste ja rein logischerweise nur hier mich drauf schießen können, auf die Ebene. Dass man dann halt daraus dann so rausgucken kann, weil unsere Kamera ist halt echt limitiert. Aber das war schon gut. Das war schon gut. Soll ich 500 Euro spenden? Also wenn du 500 Euro spendst, dann hast du echt den Vogel abgeschossen. Oh Mann, okay, leider haben wir keine Schneebälle mehr. Dann,
Ja, egal. Also wir haben gesehen auf jeden Fall, es hat gut funktioniert. Es hat gut funktioniert. Nur beim nächsten Mal müssten wir es so machen, dass, wie gesagt, alle sich hier hinstellen in so eine Reihe und dann alle auf einmal darauf nicht rausschießen. Dann nicht darauf posten. Wir müssen ja wirklich nur, wo ist das ungefähr? Ungefähr hier irgendwo drauf landen. Dann könnten wir schon, mich dann da gut hin katapultieren. Ich muss mal kurz nochmal hier trinken. Ach. Super. Deswegen, auf jeden Fall ein interessanter Test. War auf jeden Fall ein interessanter Test. Das heißt, wir gehen wieder zurück zu meiner Insel. Aber ja. Okay, sind gerade so viele gestorben. Au. Der Leck. Der Leck. So, wir gehen wieder zurück auf meine Insel. Wie gesagt, Code wisst ihr ja, der ist ja in der Roblox-Gruppe drin. Wir gehen wieder rüber. Faro, wenn ich 100 Euro spenden... Was? Was ist denn da gerade? Wenn ich 100 Euro spende, nimmst du dann meine FA in Island an? Wie gesagt, erstens, Spenden sind freiwillig und zweitens, nein, sowas mache ich nicht. Das, würde ich niemals machen. Wie gesagt, Anfragen an sich werde ich nie annehmen. Und Spenden, wie gesagt, sind freiwillig von euch. Da, ist alles, wie gesagt, von euch freiwillig. Das heißt, ich zwinge keinen hier, mir, was weiß ich, seinen halben, Haushalt zu spenden oder so. Obala. Deswegen, ja. In der Wand gibt es auch ein Loch irgendwo. Gibt's das? Gibt es da irgendwo ein Loch in der Wand? Also ich weiß, es gab in der alten Lobby, bevor das, also ich glaube, das war in der, wenn ich recht als täusche, war beim Godzilla-Event. Da gab es ein Loch, wo man durchschwimmen konnte und dann out of map war, gefühlt. Das war dann, da kann man out of map schwimmen, das war richtig lustig. Aber wenn natürlich ein Loch ist, ist es natürlich ein bisschen einfacher, ne? Wenn man auch natürlich hochkommt. Und man kommt Insel bewerten 17:30. Obwohl, ich sag mal 17:15, weil wir ja noch heute Wild West spielen. Das könnte sonst ein bisschen knapp werden. So, mal kurz hier entleeren. Für die ganzen Sachen, die hier drin sind. Oh, Snow. Kann noch mal ein paar Schneebälle machen, Kappa. Ey. Ehre. Wer den ganzen Snow da gespendet hat wieder. So, mal kurz gucken, sind hier noch irgendwelche Sachen drin, die ich vielleicht rausnehmen sollte, eventuell. Nee. Nee, okay. Dann ist da nichts drin. Wie gesagt, ja. So. Boah, ich könnte ja mal... Das wäre ja heftig. Das wäre heftig. Ich könnte ja mal ein Video machen, wo ich versuche, mit Divi Plays, mit Beef Plays, mit Mist, mich da hoch zu boosten. Oder allgemein da hoch zu boosten. Das ist auch ein krasses Kommen. Das wär ein heftiges Collab-Video. Das wäre auch ein heftiges Collab-Video, wenn ich so nachdenke. So. Aber was ich noch austesten will, ist, mit den, hier mit den, Slate-Totems und den, anderen Totems. Das heißt, Convery-Belt und dann nehmen wir eine Industriekiste und gucken uns mal an, ob das wirklich so, obala, verkehrt, funktioniert, wie mir das gesagt wurde im Chat. Ach, hey. So, funktioniert es bitte jetzt? Totem, komm, bitte. Oh Gott. Also ich bin dir beigetreten, da stand so ist voll. Ja, wie gesagt, der Server ist nicht immer leer. Das muss man bedenken. So, kurz hier Inventory geöffnet, dann geschiftet. So, kommt hier das Slatestone durch. Das ist jetzt nicht das Slatestone, aber okay. Kommt jetzt hier das Slatestone durch. Ich merke nichts. Ui, Cactus Seed. Ehre, Alter. Malte, hier auf Ehre mit Cactus Seed. Soll ich kommen und dir das dann das Loch zeigen? Ja, wie gesagt, wenn du weißt, ob da wirklich ein Loch ist, dann würde ich mir das mal gerne angucken.
Und so, dann treffen wir uns einfach wieder in der Höhle. An dem Minenarbeiter. Dann treffen wir an der Höhle am Minenarbeiter. Ich will wirklich da mal out of map gehen. Das würde mich mal interessieren, was da oben ist. Also ich vermute halt gar nichts. Aber vielleicht ist da so ein oder anderes Easter Egg da oben, ne? Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Das heißt, wir gehen noch kurz zurück in die Höhle. Und treffen uns dann beim Minenarbeiter. Schau voraus und der Tag gehört dir. Ja, der Tag gehört immer mir, Hammer. Der gehört immer mir. Das ist mein Tag. Mein einzelner Tag ist das. Okay. So. Dörte Ludwig, jetzt sag mal kurz einmal, wo denn hier das Loch ist. Wie gesagt, ich warte hier am Minenarbeiter, wenn die Sachen mal geladen hätte. So, wir warten. So. Wie gesagt, ich warte mal. Warte, wo ist der? Ah, verkehrte Richtung, oder? Hä? Ah, doch, hier. Ich warte hier am Minenarbeiter, am Jet. Und dann, wie gesagt, hüpf mal, wenn du hier irgendwo bist. Außer der Name ist gleich, weil meistens sind ja immer die Namen immer anders. Kannst du mal Islands Royale wiederbringen? Ja, ich glaube nicht als Video, aber vielleicht mal ab und zu, wenn man so einen Random Stream macht, kann man machen. Aber als Dings jetzt nicht, als Video jetzt nicht ganz genau. Also jetzt als Video nicht. So, mein Gott, ich kann nicht reden. Kannst du mal wieder VR spielen? Wie gesagt, da kommt noch ein Video. So, ich muss nur wissen, wer jetzt hier, Dings ist, wer, Ludwig ist, dann können wir kurz das mal angucken. Gestern hast du gesagt, dass man niemanden voten kann. Geht es jetzt? Was meinst du, Mia, mit voten? Was meinst du mit voten? So, wir warten. Wie gesagt, wo ist jetzt hier? Der spammt die ganze Zeit rum. Also, Ludwig, wie heißt du denn in Roblox? Dann könnt ihr es kurz wissen. Weil ich würde gern mal sehen, weil ich habe ein. Was? Ich habe eine deutsche. Ich glaube, der meint VR-Gruppe. So, bin der Heimat, muss erstmal joinen. Ach so, okay. Dann weißt du, dass du halt der Heimat bist. So, dann warten wir auf der Heimat kurz. Lass er euch mal hier reinkommt. Ich meine, beim Voting, was meinst du denn wir beim Voting? Meinst du jetzt beim Voting vom Stream oder meinst du jetzt vom Voting in Among Us mit Pat andauernd? Machst du mal einen Wild West Only Stream? Ja, das wird auf jeden Fall auch noch kommen. So. Das wird auch noch kommen. Ich weiß nur auf der Heimat, dass er dann hier angetanzt kommt und dann. Genau, jetzt kommt er jetzt und dann. Werden wir dann uns das mal angucken, wo denn das Loch angeblich sein sollte. Weil, wenn das Loch wirklich uns eine einfache Möglichkeit nach oben bringt, dann wäre es natürlich barbarmäßig. Weil ich dann so out of map da mal zu gucken, das ist schon, glaube ich, dann vielleicht einste. Bei Pat. Ach so, ja gut. Ach so, bei Pat. Ja, das Voten bei Pat ist immer sehr besonders, muss man sagen, ne? So. Wie gesagt, wir warten mal kurz auf ihn, dass er reinkommt. Und dann werden wir out of map eventuell gehen heute. Das ist richtig cool. Wir werden dann out of map von dieser Höhle gehen. Ich glaube, da kommt er schon angelaufen. Ah, nee, das ist er nicht. Huch. Ah, da ist er, okay. Los geht's. Dann zeigen wir mal das Loch. Wo ist es? Daheim mit der Höhlenexperte hier. Oder war das nicht hier in der Höhle sogar, wo man out of map schwimmen konnte oder sowas? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wie gesagt, wir müssen dann wieder nach oben kommen. Das ist unser Ziel. Huch. Okay. LOL. Oha. Er hat ein... Oha. Oha. Also man kann hier... Was? Oha! Wovon machen die ganzen Schneebäder nicht fertig? Was? Ist das jetzt geplant? Ist das geplant? Oha!
Oh mein Gott, wir sind das allererste Mal out of map. Mach mal, Leute, das nächste Video, wenn man wieder daraus. Alter, was? Aber hier ist halt wirklich gar nichts, ne? Hier ist absolut gar nichts. Krass, hier ist einfach out of map. Daheim und einfach. Ey. Ah, das muss ein Easter Egg sein. Das kann man ja keinen sagen, dass das nicht gewollt ist. Aber hier ist wirklich gar nichts, ne? Hier ist wirklich echt gar nichts hier oben. Hier ist echt gar nichts. Also, wäre mir nichts Neues gewesen, dass hier nichts gar nichts wäre. Weil, warum sollte man es hier draufpacken, wenn halt nichts gar nichts ist hier oben? Aber. Ich finde es trotzdem interessant, dass sie ja die Insights schon bearbeitet haben an sich so. Weil das zum Beispiel sieht man ja gar nicht, ne? Krass. Einfach die Höhlen studiert. Einfach die Höhlen studiert. Ja, heftig. Heftig. Gibt es denn irgendwie ein Easter Egg oder so an der Höhle? Gibt es hier irgendwie ein Easter Egg an der Höhle? Oder an was heißt an der Höhle? An der Außenseite der Insel? Krass. Guck mal kurz. Also hier gibt es wirklich nichts, glaube ich, bezüglich außerhalb. Außer, dass hier so cool das aussieht. Ha, ich hab schon einen guten Titel. Dieses Geheimnis kennst du noch nicht in Islands, Alter. Besser Titel. Guck mal, ich mach mir so viel Mühe, Schnee und sonstiges zu machen. Und dann krieg ich jetzt so einfach von Diamond gesagt, ja, da kannst du einfach seitlich rausgehen, da gibt's ein Loch. Ja, herzlichen Glückwunsch, ich hätte mal früher gewusst, Alter. Aber ich glaube, hier gibt's nichts, ne? Also ist alles nur so Show, Deko, aber sonst gibt's hier kurz eigentlich nichts, ne? Nee. Aber trotzdem krass. Ich finde den Skin schöner als den von, was? Schon als ein Pad in Roblox. Danke, danke, Mia. Danke, danke. Freut mich zu hören. Das sieht irgendwie aus, als würde hier so damals so ein Bossfight geplant sein, irgendwie. Als hätten die es irgendwie diese Insel gemacht. Und das wollten sie hier machen, aber dann haben sie doch alles nach innen verschoben, irgendwie. Was hat er mir geschrieben? Wie findest du das hier? Oh, ich finde auf jeden Fall krass. Das ist heftig. Einfach, also, hätte ich nie gedacht. Dass es sowas gibt hier in der Höhle. Also, ich will das nochmal kurz selbst machen. Ich springe mal kurz von der Höhle runter. So, ich will jetzt mal selber wissen, den Weg. Ich will diesen Weg in- und ausstudieren. So, ich guck mal kurz nochmal. Ich will diesen Weg in- und aus, wenn ich studieren. Deswegen werde ich dann nochmal selbst hinlaufen. So, also, wir gehen erstmal auf die Core-Insel. Das heißt, wir gehen hier geradeaus. So, dann hüpfen wir hier runter. Dann hier runter und dann hier rein. So, dann sind wir in der Höhle. So, warte. Dann gehen wir jetzt hier an der Mine vorbei, an dem Minenarbeiter. Dann gehen wir, wo waren wir, glaube ich, hier lang gegangen. Genau, hier rüber. Dann hier runter. Oh. Dann, glaube ich, hier hinter, genau hier die. Oh, das ist das Loch? Ich glaube, das war das Loch. Oder? Hä? Oder ist das noch tiefer? Ich sag mal so, ich kann mich auch noch im Fighter Fan nochmal angucken nachher. Im Stream, aber. Da sieht man schon, wie verwinkel das eigentlich ist, ne? Das sieht man kaum. Ah, kurz genossen. Man sieht, das ist echt verwinkelt. Das findet man echt schwer. Also, kann man kurz in den Chat reinschreiben. Wusstet ihr von dieser Höhle? Wusstet ihr von dieser Höhle? Eins in den Chat, wenn ja, zwei, wenn nicht. Wie kann man deinen Kopf haben? Der ist nur an Halloween verfügbar für 31.000 Robux. Das sind dann 310 Euro. So, war das vielleicht hier? Wo war das denn nochmal? Oder war ich knapp dran? Ach, oh mein Gott, ich bin so blind, ne? Ich stehe schon fast davor. Und dann sagt Diamond, warte, hier, komm mit. Ja, moin. Ich muss mir nochmal geben. Und dann machen wir Insel bewerten. Ich muss noch diesen. Das kannst du nicht sagen, dass hier nicht
provokant gemacht wurde. Das kannst du mir nicht sagen. Okay, nice, nice auf jeden Fall. Ehre auf jeden Fall, Kuss geht raus an Daheim, dass er dieses Secret gezeigt hat. Auf jeden Fall richtig episch. Ich ache mir so einen Arzt ab und dann das, aber naja. Jetzt wissen wir von Daheim, dass es da ein Secret gibt. So, dann gehen wir zurück zur Insel. So, ja, wusste ich. Aber meistens sagen, wusste ich noch nicht. Ja, krass. Krass, krass. Also hätte ich eigentlich gedacht, dass wir das noch rausfinden werden. So. Und wie man mich kennt, bin ich natürlich nicht wieder zum Baum gekommen, aber es wäre nichts Neues und alles Islands Livestream. Deswegen sagen, machen wir jetzt Insel bewerten und wir werden natürlich nur ein paar machen. Da wir natürlich nachher noch um 18 Uhr, war das 18 Uhr? Ich glaube 18 Uhr war das, zu, genau, 18 Uhr Islands und dann 1 Stunden Wild West spielen. Das heißt, ihr werdet es so machen, ich mache wieder in meinem Discord den Giveaway-Chat auf. Das heißt, da könnt ihr dann euren Roblox-Code reinschreiben, am besten mit eurem Namen oder gegebenenfalls, wenn ihr einen Display-Name habt, auch einen Display-Namen, ne? Deswegen einmal kurz hier löschen. Ach, ich bin doof. So, das heißt, in den Giveaway-Channel auf meinem Discord einfach am besten reinschreiben und Kanal, nein, warte, das war ich jetzt nicht, Berechtigung, wo ist das nochmal reinschreiben, nach den Senden, da, bup, wie gesagt, auf meinen Discord-Server am besten reinschreiben, bei Gray euren Namen und euren Islands-Code. Dann werde ich mit dem Islands-Code besuchen kommen. Und dann, wie gesagt, werde ich mir da ein paar raussuchen. So. Wie gesagt, kann ich kurz den Discord nochmal reinschicken. Wie gesagt, im Chat werde ich die jetzt mir nicht rausnehmen. So. Kriegt dafür eine Belohnung. Was soll ich sagen? Ist auf jeden Fall krasser Ehrenmann, das ist die Belohnung, dass du mir gezeigt hast, wo dieser Eingang ist oder dieser Ausgang. So. Dann warten wir mal, dass sich alle da ein bisschen eingetragen haben. Wie gesagt, einfach mal in Discord beitreten und dann bei Gearace, dann könnt ihr da euren Island-Code reinpacken. Ganz genau, da könnt ihr euren Island-Code reinpacken. Denken wir uns mal kurz über Code hier. Wie gesagt, bei Giveaway und nicht bei Code, weil ich gerade sehe, bei Giveaway reinschreiben, da, ja, könnt ihr dann, wie gesagt, euren Island-Code reinschreiben. In der Zeit, warte noch kurz ein bisschen, noch bis 20 Uhr gebe ich euch Zeit, also bis 17:20 gebe ich noch Zeit und dann, werden wir uns dann auf den Weg machen, ein paar Inseln zu besuchen. In der Zeit können wir gucken, ob jetzt hier der Slay-Totem mal sich eigentlich bewegt hat und mal eigentlich mal hier was gedroppt hat. Und die Antwort ist, oh, obwohl, ne, da müsste schon eigentlich mehr drin gewesen sein. Weil hier, ui, oh, wow. Lul. Wo ist hier eine Schaufel drin? Okay. So. Genau, mein Moderator copy-pastet das nochmal hier rein. Und wie gesagt, wir werden dann gleich einmal, oh, das heißt gleich, wir werden ein paar Stündchen oder ein, zwei Stunden dann Wild West spielen. Ich kann es so machen, dass man halt eine Woche halt Wild West macht, eine Woche wieder Islands. Du kannst auch machen, dann kann man diese Full Wild West Livestreams. Bon. Dann warten wir mal jetzt, wie gesagt, dass die so eingetragen haben. 2 Minuten haben sie noch Zeit natürlich, ne? Nicht zu vergessen. Und hier für uns sind gerade die Schneebälle, lul. Am besten, wie gesagt, wenn ihr hier zu stehen, also stuckt, dann einfach mal kurz Shift drücken. Und dann könnt ihr so bewegen. So, ui, ein Kaktus-Seed. Ui, Kaktus-Seed. Ui, Kaktus-Seed. Was ist hier drin? Kaktus-Seed. Ui! So. In der Zeit gucken wir kurz, dass noch in den Donaten-Kisten drin ist, dass da so alles reingebrettert wurde. Okay, Crystal. Cry Iron, machen wir kurz hier raus. Und Malte Merle spendet nochmal den kleinen Kaktus-Seed. Ehre, Ehre. Wie gesagt, momentan kann ich ja schlecht die Wand erweitern. Weil er uns allen nicht lässt, leider. So.
Dann werden wir mal kurz jetzt hier uns einen Code raussuchen. Ich hätte, wie gesagt, Augen zumachen und dann meine Maus hoch und runter bewegen und dann, wo sie stehen bleibt, dann werden wir uns den Code raussuchen. Und ich würde sagen, ich gucke mal Augen zu und... Das ist die Casting Couch, aber das wäre dann so gesehen Firebusty. Das heißt, ich gehe mal kurz bei Firebusty rein. Explore. Connect. So. Gucken wir mal bei Firebusty rein. In die Insel. So. Wie gesagt, ich werde nur ein paar rauspicken, weil wir einen strikten Streamplan haben und den muss ich natürlich einhalten. So. Dann werden wir einmal uns hier das angucken. Also, ich erinnere mich jetzt an die Insel gerade, fällt mir gerade ein. Also, können wir uns einen guten Spot suchen irgendwo? Können wir uns einen guten Spot irgendwo suchen? Ich guck mal, ob wir uns hier einen guten Spot irgendwo suchen können. Hier ist ein guter Spot, glaube ich, ne? Genau. Also, was hat's auf jeden Fall? Firebusty hier. Ich weiß ganz genau, er hatte letztens diesen Weg noch da. Da kann ich mich erinnern an die Insel. Ja, also was sehen wir auf jeden Fall hier? Er hat auf jeden Fall ein bisschen ausgebaut. Ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube, der hat hier die Gebäude, die müssen neu sein, ne? Die Gebäude, also das ist, glaube ich, noch die alte Hütte. Da ist eine Farm und ich glaube, hier hat er noch ein bisschen weiter ausgebaut. Aber ich glaube, hier das Gebäude, die Ecke, die scheint ein bisschen, ja, ausgebaut zu sein. Wir sehen hier. Hier ein kleiner Brunnen, ja. Ist das Wasser? Ah, es ist Wasser, okay. Hat er schon hier Pfeifert-mäßig nachgedacht. Und wir sehen hier gerade auf jeden Fall, na, nice, auf jeden Fall ein nicer Brunnen. Genau, mit Wasser ausgedaut. Und ich glaube, ist das Einzige, was hier neu ist? Also es wird mir jetzt auf den ersten Schlag auffallen. Ist das Einzige, was das jetzt hier neu ist? Am besten mal sagen, dann kann ich Bescheid wissen, was hier neu ist und was nicht neu ist. Weil, wie gesagt, ich bewerte ja nur das Neue. Deswegen warten wir kurz, bis Basti was uns sagt. Und dann, ja. Und Basti sagt, ich gucke gerade nichts. Das heißt, eventuell ist das hier, was wir neu haben, nur, oder? Mal. Die Häuser sind neu. Okay. Die Häuser sind neu. Das heißt, die Häuser sind neu. Der Rest ist wie beim alten geblieben. Das heißt, da hinten ist auch noch eine neue Bude. Gucken wir uns auch mal die nochmal an. Und dann machen wir schon weiter. Wie gesagt, ich bewerte ja nur das, was neu dazugekommen ist. Oh, ja. Keller. Ja, nice. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich glaube, die Bude ist auch neu, soweit ich das weiß. Und ich glaube, die Höhle war auch hier schon, ne? Ja, die Höhle war ja auch schon. Auf jeden Fall, wie gesagt, nice Häuser auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das dann dahin enden wird. Weil ich finde, die sehen nicht schlecht aus. Die sehen wirklich nicht schlecht aus. Faust, magst du Bananen? Ich mag auf jeden Fall. Ohne Witz, ich mag wirklich Bananen. Also ich esse lieber Bananen als einen Apfel. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so Banane, Birne, aber Birne gar nicht. Das ist echt grausam. Also das finde ich, das, die mag ich wirklich am meisten. Deswegen werden wir jetzt, weiter fortfahren mit der nächsten Insel und da werden wir kurz Auge zumachen und die Maus hier ein bisschen bewegen und es ist Fishy. Es ist Fishy, da gehen wir natürlich auch auf den Code ein und ja, wie gesagt, viel Spaß mit deiner Insel noch, bin mal auf jeden Fall gespannt, was noch kommen wird. Wir gehen zu Fishy rüber. Wie heißt das Spiel? Islands heißt das Spiel. Islands. Und willkommen im Stream, Tanja, willkommen im Stream. So, wir gehen nochmal zu Fishy rüber. Ui. Da. Was soll ich... Ich glaube, bauen soll es heißen. Was soll ich bauen? Ja, nice. Auf jeden Fall wird alles getaggt. Ach, Mann. Echt geiles Spiel wieder. Ich hasse Birnen. Ja, wie gesagt, ich mag Birnen auch nicht so. Ist nicht mehr am Fall. So ein Joghurt vielleicht dann schon, weil es ein bisschen süßlicher ist, aber sonst, nee, bin ich nicht der Fan von. Also, in der Zeit, wo er versucht, das schreiben, gucken wir mal kurz, was hier alles so neu gibt. Oder anscheinend hat er komplett neu gebaut. Ui, oh. Ah. Ja. Ah ja. Ah ja, okay. Er wird die ganze Zeit ah ja sagen. Also, auf jeden Fall hier, wir gehen kurz mal runter.
einen Shop gebaut, da oben auf jeden Fall, mit einer Obby. Dann hier eine große Fläche. Ich weiß jetzt nicht, was genau. Oh, das sieht interessant aus. Da will ich mal kurz bitte hin. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus hier mit den Portalen. So einzelne Inseln. Ein bisschen gefällt mir, da aus und rein tritt auszusehen. Aber sieht auf jeden Fall nice aus. Oh, das sieht auch richtig schön aus, ne? Das sieht auch auf jeden Fall richtig schön aus. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Ja, kann man machen. Finde ich auf jeden Fall eine nice Idee. Warte, wir gehen mal kurz hier runter. Das ist eine Blumenfarm auf jeden Fall. Ich will gesagt, Blumen ist nicht mein Fall auf jeden Fall. Und der Obby. Den will ich natürlich jetzt hier nicht machen, weil wegen zeittechnisch. Aber, was ist das eigentlich hier? Was ist das eigentlich hier? Oh, das ist süß. Das ist knuffig. Guck mal an. Das ist doch hier schön gemütlich. Eine kleine Rose hier in diesem fetten Blumentopf. Und dann ein kleiner Kamin. Und eine kleine, ein royales großes Bett natürlich nicht zu vergessen. Auf jeden Fall finde ich das richtig, richtig nice. So, was hat er noch hier? Eine große, große, große Wiese. ich fände es halt gerne, wenn man Fische freilassen könnte in diesen Gewässern. Da kann man sich ein Aquarium bauen. Das ist ja auch geil. Das fände ich auch richtig saftig, schmachtig. Ach so, ah ja, okay, ja, Alina, ich weiß, was du meinst. Die Krapfen- und Berliner-Diskussion. Nein, bei mir heißt Berliner. Bei mir sind es nicht die Krapfen. Oh, guck mal hier, das sieht auch nice aus. Das sieht auch richtig nice aus, gefällt mir auch richtig gut. Man kann ja auch jetzt den neuesten, das habe ich im Update-Video vergessen, Palmen auf Sand platzieren. Das heißt, das ist jetzt auch möglich. So, komm, mal gucken, wo wir hingehen. Okay. Jetzt geht der irgendwo ganz nach oben. So, wir gucken mal, wo es jetzt hingeht. Fisch hier natürlich auch den nicen neuen Merchandise an. Den Blue Wave Pharaoh Suit. Auch irgendwas ganz Spezielles mit überlegen lassen. Ach du Kacke. Oh Mann. Aber wie gesagt, kann man auf jeden Fall mal auch abchecken in der Roblox-Gruppe. Ist auf jeden Fall auch wieder einer von den limitierten Suits und wird dann erst. Vielleicht, ich denke nach, ich bin am überlegen, ob der vielleicht nie wiederkommt, weil wir haben ja den blauen Suit und wir haben den Blue Whale Suit. Deswegen, ja. So. Achso, soll ich reinspringen? Ah, no. Aua, aua. Okay, das tat, glaube ich, mega weh gerade. Also, ich bin hier gerade ein bisschen am Brett hängen geblieben, aber. das hat, glaube ich, jetzt keiner gesehen. So, wir müssen kurz hier wieder krampfhaft hier rauskommen wieder. Und jetzt runter, genau. Ja, auf jeden Fall nice Insel, Fischi. Auf jeden Fall nice Insel. Gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. So. Dann werden wir jetzt mal hier zum nächsten Inselraum rumgehen. Ich würde noch wieder Augen zumachen und die Mauscursor bewegen. Und es ist... Owner Fabio. Uiuiui, hier. Unser kleiner Spender. Unser kleiner Ehrenmann mit den Spenden. Gucken wir natürlich auch mal da jetzt mal rein, was denn Owner Fabio so denn zu bieten hat. So, dann gehen wir mal kurz da rein und gucken mal, was Owner Fabio so alles zu bieten hat. So, oh, ah, da so jetzt. So, dann sag mal, was ist neu? Was ist denn hier? Hat sich denn geändert? So, er hat natürlich den 2000 Abonnenten-Merch an, sehe ich gerade sogar. Hier, ne? Auf ganz entspannt. So. Okay, also anscheinend eine Pyramide mit einem Tempel. Das ist sogar noch die originale Pharaos-Pyramide, die, obwohl das ist, glaube ich, die, ist das die damalige, ehemalige? Nee, das ist die neue jetzt, sehe ich gerade. Also andersweise die neue, mit Sand gebaut natürlich, ne? Aber das müsste sogar der, nee, warte mal, das müsste sogar die Ikea sein, so, die Ikea-Insel, die damals, also auf der Ikea-Insel, da gab es ja auch mal eine Pyramide, für die ganzen Oldschooler, die sich noch erinnern können dran. Und da hatte ich ja auch eine Pyramide, die genau aus dem Material bestand. Und ich glaube, die sah auch genauso gleich aus. So, was hat denn... oh, ein Wasserfall. Sehe ich es vielleicht? Ich vermute es. Warte. Pharao, finde den geheimen Tunnel. Na, dann gucken wir nach dem geheimen Tunnel, hör mal. Wo ist der geheime Tunnel? Ah, ich sehe ihn. Hier ist der geheime Tunnel. Ey! Oh! So, warte, ich hab's gleich. Warte.
Ich hänge nur ein bisschen fest gerade, das ist alles. Ah, so. Du hast es geschafft. Juhu, ich hab's geschafft. Ja, einfach der Tunnelfindler. Der Tunnelfindler. Findler? Tunnelfinder. Der einzig wahre Tunnelfinder. Ja, nice auf jeden Fall. Nicer geheimer Wasserfall. Bestimmt aus meinem Video ein bisschen inspirieren lassen. Komm bei Faos Server bei DC irgendwas. Achso, okay, das war jetzt nicht auf mich bezogen, weil es orange markiert war. So, was gibt's noch Neues? Das war's. Okay. Auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und ich sehe gerade, waren die Bäume schon immer so extrem orange? Waren die normalen Saplings immer schon extrem orange wie hier? Also ich kann mich nicht dran erinnern. Aber okay. Nice Insel auf jeden Fall. Gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ja. Weißt du, wie Pat aussieht? Natürlich weiß ich, wie Pat aussieht. Der hat doch eine Facecam, Alter. So. Nächster Code. Und es ist... Da Heimat ist es. Ah, hör mal hier. Ich muss gerade gucken, ich muss gerade nachdenken, weil da war ja Fischi wieder drauf, deswegen. So. Gehen wir jetzt mal zu Da Heimat rüber. Und gucken uns mal da die Insel an. Genau, ich bin nicht der Pfadfinder, ich bin der Tunnelfinder. Ui. Oh. So. Wenn man kurz das Daheim eventuell mich hier durchführt, reagiert er oder reagiert er nicht? Das ist jetzt die Frage. So, jetzt aber. So. Mal. Hi. Hallo. Mal. Oh, uff. Okay, das ist natürlich belastend. Mal. Was hat er geschrieben? Ich kann ihn nicht lesen. Achso, deswegen fehlt er ein bisschen. Ja, okay, dann kommst du mal an hier. Oh. Das sieht ja richtig geil aus, sag mal. Das sieht ja richtig, richtig geil aus. Oh, hier ist ja Wasser sogar. Huch. Lul. Das sieht ja richtig, richtig geil aus. Gucken wir mal hier. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Bauecke irgendwie. Aber ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Auch hier die Gebäude sehen auch richtig, richtig cool aus. Können wir da reingehen? Oh. Ui, sieh an. Auf jeden Fall richtig, richtig geile Bude hier, hör mal. Die sieht echt, echt nice aus. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Wie geht's eigentlich raus? Überhaupt eigentlich den Ausgang vergessen. Da. So. Ja, die sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Die sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Das haben wir hier nochmal so einen kleinen... Ich glaube, Wegen sind das so. Art wie Handelswegen oder so, glaube ich. Ja, ich vermute mal. Wie hast du es gefunden, Spiel-App da, Faust? Was meinst du denn, Tanja? Was meinst du denn? Aber bevor ich da runtergehe, will ich mir kurz diesen Turm noch angucken. Oh, der sieht auch natürlich auch, okay, hört auf den noch. Hier der Turm auch wieder auf. Da können wir auch noch wieder abschminken. Und dann hier unten, ja gut, bisschen die Farm-Ecke, würde ich sagen, ne? Ja gut, als welcher Mensch noch so viel Kohle braucht, echt, dann war ich auch nicht mal weiter. Aber auf jeden Fall, kannst du hier ein bisschen recken und strecken, er hat es. Voilà. So. Ja, auf jeden Fall eine nice Insel auf jeden Fall. Am meisten die Bauten da oben, die sehen richtig, richtig nice aus. Die gefallen mir richtig, richtig gut. So. Ja, wie gesagt, hier ein kleiner Stall noch dazu, ne? Die sieht auch ganz schön nice aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall nice Insel. So, kurz Gedächtnisschwund. Lul. Wie fandest du es? Auf jeden Fall richtig geil. Am meisten die Gebäude da oben, die haben mich richtig geflasht. Die fand ich, die sahen richtig, richtig gut aus. Da können wir nochmal kurz hingehen. Die wieder finde ich richtig, richtig geil. Schenke ich hier. Hoppala, das haben wir jetzt, glaube ich, nicht gehört. Und wenn ja, hupsi. Der Drachengott. Ah, der Drachen. Oh, obwohl, der sieht auch nicht schlecht aus, ne? Der sieht auch nicht schlecht aus. Der sieht richtig, richtig geil aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Und dann nochmal so ein Turm. Ja, auf jeden Fall eine nice Insel. Gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die nächste Insel. Ach, das ist schon lange her, Tanja. 2013 sogar.
Da wurde das alles noch Programme genannt und so. Lul. So. Ach komm, keine Birnen, Alter. So, dann holen wir den nächsten raus und es ist Islands Pro. Mit der Nachricht, bitte joinen. Dann joinen wir mal kurz, bitte. Aber wie gesagt, wie gesagt, auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Insel. Und ich denke gerade nach, ob es macht. Chat, sollen wir gleich Dings spielen? Ne, ich habe nicht gefurzt, ich habe gerade ein bisschen Rülpser rausgelassen, der ein bisschen unterirdisch war. Ich habe nicht gefurzt, sondern muss dazu ansagen. Hier ist ja gar nichts. Das ist ja noch Standardinsel, hör mal. Das ist ja noch Standardinsel. Ja gut, obwohl, ja, was soll man sagen, ist eine Standardinsel. Kann sich nicht gerade zu was bewerten. Aber ich bin auf jeden Fall hier. Was ich sagen wollte jetzt gerade, das sollen wir gleich bei Wild West auf den Public Server gehen oder auf den privaten Server? Wenn wir auf privaten Server gehen, sag einfach mal, schon mal, wenn wir noch eins im Chat finden, nicht privaten Server, also Public, dann zwei, dann können wir kurz gleich nochmal angucken, weil der einzige Nachteil am privaten Server, die Preise fürs Minen sind halt wesentlich, ganz schnell, wesentlich niedriger als auf Public Servern, deswegen, ja. So. Wie gesagt, was soll man sagen? Ist halt eine, er ist gerade resettet. Ja, wow. Ja gut, das soll man so sagen. Kann man nicht viel sagen. Ist halt gerade erst resettet worden. Deswegen, ja. Auf jeden Fall, ja, nice zu sehen, wie halt heutzutage die neuen Inseln aussehen. Die sehen auf jeden Fall wesentlich krasser aus als damals. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ja, ich würde sagen, nehmen wir den nächsten gleich. Sehe auf jeden Fall im Chat hier gerade 222. LOL, das funktioniert auch noch? Wusste ich gar nicht. Das wird eigentlich gar nicht erkannt vom Streamlabs, aber auch, anscheinend funktioniert es schon doch. Ja, moin, LOL, funktioniert auch anscheinend. Okay, das Feature funktioniert auch am neuesten. Wie gesagt, Kuss geht raus an die beiden für den Abonnement. So. Auf jeden Fall sagen die meisten 2. Das Problem ist, ich habe gerade schon wieder vergessen, was ich gesagt habe, 2 oder 1. Das ist nicht, wie gesagt, wenn ich lange streame. Mir geht echt lang, also dann mein Kopf wird ein bisschen Matsche. Was war nochmal 2? 2 war doch Public Server auch nicht. Oder bin ich gerade doof? Peinlicher Moment gerade. In der Zeit suchen wir schon mal eine nächste Insel aus. Das heißt halt, wenn man halt durchgehend 24/7 halt redet. Deswegen. So, der nächste ist Robin Finke. Das heißt, wenn man durchgehend redet, dann, das heißt hier Peace-Server. Ach so, okay. Weil da haben immer ein bisschen Matsch im Gehirn, deswegen. Da haben wir immer ein bisschen Matsch im Gehirn. Wenn man halt durchgehend redet, durchgehend labert, ohne Unterbrechung. Deswegen, ja. So, dann gehen wir kurz bei Robin gucken. Robin ist hier ein glücklicher Kandidat, der jetzt hier gerade da ist. Auf jeden Fall ein nicer Spawn auf jeden Fall. Das hier sieht richtig, richtig cool aus. So. Lies Schilder. Okay, ich soll hier Schilder lesen. Dann fangen wir an. Wo geht's denn hier los? Ich glaube, es geht hier los. Nee. Hä, wo geht's hier los? Snipe dich, stream. Ich und der Heimat wünsche dir was, Herr Faro. Ich weiß, die werden mich gleich im Stream schneiden. Das Gute ist, ich habe ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen mal ein Delay drin. Das verschafft mir eigentlich gerade einen Vorteil, muss ich ehrlich sagen. Und wenn, kann ich ja eher Non-PvP machen. Das heißt, wie gesagt. So, hier hoch, dann gucken wir mal kurz, was hier oben ist. Ein kleiner Pool über den Shop und eine kleine, nice Bude. Ja, doch, sieht nice aus, gefällt mir. Für alle VIPs, okay. Gehen wir wieder hier hoch und dann gucken wir mal, hier ist hier was noch. Hier ist eine Standardinsel noch unten drunter. Glaube ich, genau. Hier ist noch eine Standardinsel drunter. Ja gut, ist jetzt ein bisschen Farmerei hier. Was hat der denn hier wieder zum Angebot, der Kletus? Kann nicht kaufen, okay. Ja gut. Ist ein kleiner Shop. Fein, aber kleine Hörgernsage. Und dann können wir noch einen, glaube ich, machen. Oder zweimal gucken. So, dann nehmen wir den nächsten und der nächste ist... Ich mach meine Augen auf und...
Ah, aber den hatten wir schon. Wollen wir nochmal, oder? Nochmal Augen zu. Bisschen Mausdraht drehen. Und es ist... Alevito. Alevito ist der nächste. Die Insel, die wir bescheiden uns angucken werden. So. Achso, nee, die Nachrichten lösche ich schon. Die Nachrichten lösche ich schon. Oder, ja gut, kann auch nicht selbst löschen. Dann ist das für mich ein bisschen weniger Arbeit. Oh. So, wir gehen mal kurz hoch. Da sollen wir stehen bleiben. So. Hab den Eingang nett gemacht. Mach den Eingang extra größer, damit du es siehst. Keller. Okay. Du kannst auch hoch. Okay, ich kann auch hoch. Ach so, das ist der Shop hier. Ah ja, ich erinnere mich. Ah ja. Okay, aber erstmal hier die Toiletten abchecken, ne? Ist natürlich ein Muss hier. Wie sieht's hier aus? Wurde hier schon erweitert, die Toiletten? Wir gehen mal kurz hier. Okay, wir müssen hüpfen. Wir kommen mal kurz. Wurde hier eigentlich, also kannst du mal reinschreiben, wurde, also hier im Islands-Chat, wurde die Toilettenarmee erweitert? Wurde es hier erweitert? Also für mich sieht es jetzt nicht danach aus. Aber würde mich interessieren, ob das die Toilettenarmee erweitert wurde oder nicht. Wie gesagt, für den Chat kurz nochmal, ich nehme nur die Anfragen aus dem Discord an. Die Islands-Anfragen, so gesehen. Am besten, Tanja, dafür die Q&A-Videos gucken. Aber ein bisschen durchscrollen, da gibt es noch die Fragen- und Antwort-Videos. So, okay, dann gehen wir mal in den Keller rein. Was hat er geschrieben? Sonst laggt es bei mir, okay. Ja gut. Lul, oh. Hey Faos, hab den Keller krass verändert. Hoffe, der gefällt dir. Dann guck's mal an. Auf jeden Fall hier, boah, ich kann mich ehrlich gesagt nicht an den alten Keller erinnern. Aber ich finde, wie gesagt, dieses Design, es sieht immer noch so krass aus immer. Obwohl, ein bisschen. Ah ja, doch, hier. Ich habe ja gesagt, hier kommt die Ecke, die war ja gebaut, umgebaut. Und die fand ich ja richtig geil, deswegen hat anscheinend das alles umgebaut. Farms nach unten. Wir waren auf dem Farm. Ui. Was haben wir hier? Eine Tierfarm. Okay. Nice. Nice, nice. Okay. Mal kurz hier durch. Frösche. Okay. Mal kurz hier bitte raus. Darf ich das bitte? Hallo. So, jetzt. Nein. Ey. Ach, komm. So. Haben wir kurz den einfachen Weg gemacht. Dann geht das schon. Aber auf jeden Fall, ja, gefällt mir auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein richtig nicer Keller. Ist auf jeden Fall ein richtig nicer Keller. So, mal kurz die Nase genug gekratzt, so. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Wie gesagt, ich finde dieses Design immer noch am geilsten. Also das sind einfach zwei geile Texturen, da kann man sich echt nicht beschweren von. Auf jeden Fall richtig nice Base. Keller gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Am besten weitermachen so und ja, bin ich mal gespannt, was da noch so kommt, ne? 15, was 15? Minuten? Farms oder so, achso. 15 Farms. Ja, krass. Krass, krass auf jeden Fall. Also, so viel brauche ich jetzt persönlich nicht, aber ja, ne? Pharao, da ist der heilige Schokoladen... Was? Schokoladefrosch? Oh mein, Schokoladenfrosch? Ja, normal, Alter. Wir müssen uns mal so eine Schokoladeninsel bauen, Alter. Dann packen wir Schokoladenfrosche drauf. Okay, so. Eine machen wir noch. Eine machen wir noch. Kannst du Murder Mystery zweimal spielen? Können wir auch mal machen. Ich kann auch ein Dings machen. Eine Umfrage. So, der nächste ist... PC Gamer ist der letzte. Der hat sich beim Durchscrollen meiner Maus und meine geschlossenen Augen sich ergattert. Dann gehen wir mal da mal rein. So, dann gehen wir noch mal rein. Okay, hat einer irgendwie gespammt. Auch lustig, hätte ich gerade in den Kommentaren. So. Ui, 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 ui. Na, guck mal, bin mal gespannt. Also, erstmal hallo. Wir sind noch nicht fertig. Also, das sind mehrere anscheinend, okay.
Wir sind noch nicht fertig. Jan, guck mal. Was haben wir denn hier gebaut? Ist das, soll das der Alpheturm werden? Wollen die wirklich den Alpheturm hier bauen? Huch. Alter, die wollen einfach den Alpheturm, glaube ich, hier bauen, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, das soll. Ja, doch, wegen der Franzosenflagge da und dem europäischen. Auf der europäischen Flagge. Die bauen. Ach du Kacke. Bauen natürlich hier aus Eisenblöcken halt den. Parisischen Turm. Den Eiffelturm. Alter, ist das groß. Ist das groß. Also so viel. Boah. Ja, nice. Auf jeden Fall nice. Weil du guckst so und so und so. Hier einmal. Okay, dann gibt's hier nicht höher. Ja, krass. Ja, krass auf jeden Fall. Also. Hier ein kleiner Shop auf jeden Fall. Aber Eiffelturm. Ja, schon wild. Schon wild. Hallo, Brian. Willkommen im Stream. Toller Stahl. Ja, normal. Toller Stahl, Alter. Was heißt das? Ehre, Ehrenhaft. Was denn wäre er? Kannst du noch mal meine Insel bewerten? Wurde noch nie bewertet. Wie gesagt, wir müssen gucken, ob das noch einen Zeitplan reinhaut. Weil das jetzt so eine, nicht so eine krasse Insel ist, sondern nur halt jetzt erstmal sowas. Jetzt kann man eventuell sich noch eine aussuchen gleich auf der Liste. So, kann man hier. Was geht hier hoch? Wo geht's hier eigentlich hoch? Aber krass, ich versuche hier in den Alpheturm einfach nachzubauen. Hier, moin. Kann man auch mal machen. Lul. Okay, so, hier geht's nirgendwo hoch. Okay, interessant. Die Paris-Insel, ja, auf jeden Fall, ne? Hallo, Mr. Hoch, willkommen im Stream. Ja, auf jeden Fall nice Insel. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann noch weiter ausgehen wird mit dieser Insel. Und dann würde ich sagen, eine können wir uns doch noch angucken, weil das ja, wie gesagt, zu kurz war. So, auf jeden Fall richtig nice Insel, auf jeden Fall. So, und der nächste ist Jona. Das heißt, dann nehmen wir Jona hier raus, wie gesagt. Einfach Augen zugemacht und dann wieder offen gemacht und dann habe ich gesehen, das ist Jona. Aber Jona scheint nicht mehr anwesend zu sein auf seiner Insel. Das ist natürlich schade, das heißt, wir suchen uns den nächsten raus. So. Das wäre dann. Und es ist. Basti? Hatten wir nicht schon Basti? Ich glaube, Basti hatten wir schon, ne? Ich glaube, Basti hatten wir schon. Komm. Wir machen nochmal eine aus dem Chat, das heißt, ich scroll ein bisschen hoch. Was sehe ich denn da so für tolle Inseln? Gehen wir mal zu Lena, komm. Wir gehen nochmal zu Lena. Außer sie ist jetzt auch nicht auf ihrer Insel mehr. Nee. Auch nicht mehr auf ihrer Insel, okay. Ja. Dann, geht das auch nicht. Dann geht das auch nicht. Dann geht das auch nicht. Noch nie. Haben wir nicht Basti schon gehabt? Hatten wir nicht schon Basti gehabt? Ich komme mal kurz ein bisschen hoch. Wir werden es halt sehen. Wie gesagt, wenn es eine leere Insel ist, dann ist es wieder der Basti, aber. Sonst ist das ein anderer Basti. Gibt ja viele Bastis eventuell, ne? So, aber Bastis Code geht auch nicht. Der will nicht eingreifen. Der funktioniert nicht. Der will nicht. Der will nicht. Kannst du mal versuchen? Oh, jetzt aber. Ah. Okay. Machen wir nochmal. So, jetzt. So. Oh, hier sind noch Halle. Haribus, Das ist, glaube ich, schon steinhart geworden. Ah, obwohl. Kann man auch essen. Obwohl. Naja. Kann man auch halbwegs essen. Okay, doch, ein anderer Basti. Okay. Hier. Warte. Im Vollmond redet man nicht. Das Musik noch immer so leise. Was ist denn da denn los? Egal. So. Dann gucken wir uns mal die Insel an. Dann. Ich baue die Insel gerade um. Ich glaube, dann geht's hier weiter. Erdermann, Diamond Hammer oder Diamond Sword. Wenn du ein paar
Diamond-Settes, damit ich craften kann. Damit du nicht immer Brot essen musst. Okay. Hey, Pizzen, ja! Uhu, Pizzen, ja Mann. Ehre, Ehre. So, gucken wir uns kurz mal die Base hier an. Okay, ist die Musik lauter, warum immer. Dann gucken wir uns mal hier die Bude an. Also, wir sehen auf jeden Fall hier, wir werden schon selbst zeigen. Wir fangen einfach mal hier. Fangen wir mal hier, oder ist das Basti? Ich weiß es gar nicht, wer mit Owner ist. Das müsste er sein. So, was ist hier? Open, okay. Ich schätze mal, das ist eine Bar. Ah ja, genau, das ist eine Bar. Da kann man sich hinsetzen und dann gibt es anscheinend hier Pizza, frische Pizza vom Meister, der Meisterin oder Meister, whatever. ja, wie gesagt, auf jeden Fall, nice, komm, ich könnte noch so eine Pizza. Alter. Krass, krass, hör mal. Ui. Ja, okay, so viel also wenn man so viel Pizzen bekommen würde, ich wäre, glaube ich, wunschlos glücklich. Aber, wie gesagt, mal kurz hier alles aufheben. Ja, okay, so viel Pizzen wollen wir auch sagen, die sind hier nicht. Ein bisschen reicht mir ja schon. Deswegen sagen wir, also, wir müssen noch weitermachen. Wir müssen gucken, 10 Minuten noch Zeit. So, das haben wir noch hier. Wir haben noch hier ein bisschen umgebautes. Ich glaube, alle Pizzalands sind eine einzige große Sache, wo das Haus da ist. Das gucken wir nochmal an. Und dann ist gleich soweit. Dann werden wir rüber in den Wilden Westen gehen. Zurück in die Vergangenheit. Was ist eigentlich hier? Guck mal. Sell. Also, steht ein Shop auf jeden Fall. Ja, eindeutig einen Shop. Bye. Okay. Was verkaufen der und kaufen der denn hier? Guck mal rein, ein bisschen. Guck mal ein bisschen rein. Was gibt's denn hier so Tolles? Zu kaufen, zu verkaufen. Wir lunzen mal rein. Aber so. Ja. Standard-Shop, würde ich sagen, ne? Standard-Shop, würde ich sagen. Hey, Bert. Okay. Green Frog. Und was verkauft er? Er verkauft die Toben. Okay, warum auch den verkauft immer? Kokosnüsse. Was gibt's noch? Strength Potions, okay. Diamanten, okay. Vendings, ja, kann man machen. Und dann noch mehr, okay. Ja, auf jeden Fall eine nice Insel, auf jeden Fall. Gefällt mir richtig, richtig gut. Die gefällt mir richtig, richtig gut. Finde ich auf jeden Fall richtig nice. Bin mal gespannt, was beim Umbau dann noch alles hier so kommen wird. Deswegen werden wir jetzt einfach mal kurz rüber switchen auf mein normales Hangout-Place. Deswegen einmal kurz Folgendes machen. So. Wie gesagt, auf jeden Fall nice Base. Aber wir werden jetzt rüber switchen. So. Wie gesagt, wir sammeln uns kurz nochmal im Pharos Hangout und dann gehen wir rüber. Aber auf jeden Fall eine nice Insel. Die nächste werden wir jetzt eh nicht schaffen, weil das wird sonst so knapp vom Zeitlimit. So. Das heißt, bevor wir dann jetzt in White West rüber hüpfen, können wir noch hier noch ein paar Screenies machen, ein paar Screenshots. Wenn ihr Bock drauf habt. Das heißt, stellen wir einfach hin. Oder auch nicht, weil ich gerade die weggeschubst hätte. Und ja, wie gesagt, hier ist noch der neue Merchandise, der neue Special Summer Merch. Das heißt, wenn ihr noch nicht habt, einfach mal auf Ehrenbruder was gönnen. Das, wie gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin noch am Überlegen, eventuell den limitiert zu machen für die Ewigkeit. Das heißt, wenn der Offset geht, wird er nie wiederkommen. Ich glaube, ich mach's so. Das heißt, der hier wird wiederkommen nächsten Sommer, aber eventuell der nicht hier. Das heißt, wie gesagt, der wird anscheinend dann, so jetzt mir überlegen, oder mache ich auch, nie mehr wiederkommen on sale. Das heißt, der ist schon der blaue, aber der Special nicht. Genau. So. Wie gesagt, wir werden jetzt gleich dann rüber hopsen zu White West. Aber wir können noch ein paar Screenshots machen in der Zeit. Bevor wir dann rüber hopsen. So, am besten hinstellen alle.
Mega Screenshot. Ja, ne? Gruppenfoto. Wir machen jetzt hier wieder den Dings. Wir machen wieder, den Reisebus machen wir wieder, wie damals, den Ausflug. Oh Gott, also Matti hat echt eine grausame Leitung. Da kann ja hier wirklich jeden wegrutschen lassen. Wie lange geht der Stream? Circa bis 19 Uhr 19:30. Gibt's einen Privatserver? Ja, wird's geben. Millionär durch Roblox Merch, auf jeden Fall, Kappa. Ja, moin. So. Ich muss kurz das angucken. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns ready für den Schulbus und flitzen gleich nach Wild West. Nein, so. Muss ich einmal kurz. Also, ich weiß jetzt, ich werde gerade mega weggeschubst. Aber. Oh mein Gott, ich habe so viele DMs hier offen. Es ist unglaublich. So viele wieder meine DMs drin. Also, Roton, ich finde dich jetzt gerade nicht. Ich mach's mal kurz schnell. Ich mach mal kurz selbst einfach ein. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt selbst mal einen kurz bezahle. Weil ich finde es gerade unsere Konversation nicht mehr wieder. So. So. Also, seid ihr bereit für den Wilden Westen? Seid ihr bereit für den Wilden Westen? Jetzt geht's los, Alter. Das heißt, am besten Hand in Hand, wie in der Grundschule, aufstellen. Immer Zweierpärchen. Und dann geht's gleich los. Ich muss noch kurz nur die Gruppe vorbereiten. Ja, ich habe einen Tycoon. Ich habe den nie richtig erwähnt. Ich wollte es eigentlich ein Video zu machen, aber ich habe einen Tycoon. Santa's Toy Factory, das stimmt. So. Okay, das hat er nicht aktiviert. Das ist gut. Das heißt, ich muss kurz zur Gruppe gehen. Und dann das in die Gruppe nochmal reinpacken. Und dann, wenn ich dann reingehe, dann geht's los. 30 Leute passen auf jeden Fall in den Server rein, sehe ich gerade. Das heißt, macht euch auf jeden Fall bereit. So. So. Dann würde ich sagen, geht's los. Ab nach Wild West in 3, 2, 1. Ey! Nein! Nein, 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 nein. Nein, die. Jetzt nicht mit mir. Das nicht. So. Und Abfahrt. So, dann geht's rüber jetzt nach Wild West. Ich hasse YouTube. Ich hasse YouTube dafür. Ich hasse es. So. Jetzt geht's rüber nach Wild West. In den VIP-Server. Wie gesagt, ich finde gerade den Server nicht. Tut mir leid, Rotron, aber da muss ich also schnell gehen hier, weil wir keine Zeit verlieren. Deswegen vergebe mir. So. Der Link, wie gesagt, ist in der Roblox-Gruppe. So. Wild West lädt gerade hier. Zack, da sind wir schon. Okay, irgendwas mit Char outdated. Okay, was auch immer da gerade war. Und wir gehen mal. Ja gut, wir können auch nicht hier. Obwohl. Komm, wir gehen hier hin. In den Wald. Mal kurz gucken, dass es nicht zu laut ist gleich hier. Mal anders. So. Also. Wir sind jetzt hier im Wilden West. Also ich weiß, ich kann meinen Avatar nicht ändern. Frag mich nicht wie. Aber ich kann meinen Avatar nicht ändern. Und wenn das einer weiß, wie das geht, bitte sag mir es, bitte. Ich will aus diesem Drip raus. Also, ich habe jetzt noch die Fall Guys Rennanimation drin, aber ich will bitte hier raus aus diesem
Avatar, ich will den alten wieder haben. Aber okay. Ich habe hier sogar noch, warte. Genau. Die hier. Für Early Access, Leute. Ich glaube, die gingen so, oder? Gingen die? Oh. Ist das Lautstream? Also, die sind auf jeden Fall angezeigt laut. Wir werden natürlich alles hier ein bisschen drin haben, dass es nicht zu laut ist. Ja, ich hoffe, es ist nicht zu laut, Schüsse. Wenn es zu laut sein sollte, dann sagt Bescheid, dann will ich das noch ein bisschen runterregeln. So. Wir werden jetzt hier, ja, gut, kann man ein Pferd jetzt nicht rufen, ein anderes. Kann man mal das Pferd rufen. Hallo, Pferd. Oh. Tee? Ja, nee, nee, nee. Ich will ja, guck mal, ich kann ja, also Tee weiß ich schon. Aber ich bin jetzt zum Beispiel jetzt ein weiblicher Charakter. Mit den Haaren, das meine ich. Ich kriege ja halt die Haare nicht weg. Hier seht ihr, das sind alles ja... Sind das alles männliche Haare? Ich glaube schon, ne? Kurz mal gucken, ob ich gleich verhunzte. Weiblich? Obwohl... Ah, nee, okay, nevermind. Ich bin nur blöd. Ich bin einfach nur blöd, dann machen wir es später. Und wieso kann ich jetzt meinen... Och man, jetzt hat mein Pferd kaputt geschossen, Alter. So. Dann hauen wir mal ab. Wir haben ja einen Delay. Von daher eignet sich das natürlich gut für mich an. Ich werde auf jeden Fall nicht Minen gehen, weil ich weiß ganz genau, dass Minen wird sich nicht lohnen. Hä? Deswegen werden wir jetzt nicht Minen gehen. Ja, gut. Einmal kurz hier ins Wasser mit unserem Pferdchen. Wir können ja versuchen, irgendwelche Sachen auszurauben. Das wäre möglich. Aber jetzt so fällt mir gerade nichts. Also, aua! Wie kann der mich... Hä? Ich verstehe es nicht. Echt? Egal. Jetzt geht's los hier mal. Jetzt geht's los hier. Oh. War gerade nicht die geilste Idee auf jeden Fall. So, der ist tot. Zack. Oh, und wurde abgestochen einfach hinten. Ja, moin. Einfach abgestochen worden. Also, man kann das auch einmal reinschreiben. Das reicht dann eigentlich auch schon. Ich kann auf jeden Fall sagen, über die Roblox-Gruppe. Wo ist man wenigstens diesen doofen Bounty von mir weg? So. Jetzt aber. So. Dann gucken wir mal kurz. Ich finde, das ist ein bisschen sehr laut, glaube ich sogar. Dann gehen wir mal einen noch leiser. Weil manchmal ist es mal so schwer, das ein bisschen zu pegeln. So. Was hast du denn hier? Sag mal her. Die habe ich mir gekauft letztens. Smoke Bomb, okay. Es gibt eine Smoke Bomb, sind nice, okay. Eine Mule Shotgun und Special Rifle steht hier. Ich glaube, da habe ich auch schon eigentlich alles, was man so... Apropos die hier. Für wie viel? 12.000. Ich sag mal so, wir könnten diese 12.000 halt erreichen, andersweise, wenn ich halt nicht getötet werde dann halt bei der Mine. Das wäre möglich.
Ich geh duschen. Ciao. Tschüss, tschüss. Wie joint man? Über den VIP-Link in der Roblox-Gruppe. Über den VIP-Link in der Roblox-Gruppe. Ey. So. Ich wollte mal kurz noch was gucken. Nämlich. Wo war denn das nochmal? Da oben, okay. Ich habe ja damals beim Machen des Horrorpferds, des Skelettpferds, mein altes kleines Pferd auszusehen kaputt gemacht. Was heißt kaputt gemacht? Halt, aua. Ich bin so doof im Reiten. Och, Mann. Hat's auch abgesehen heute, ne? Oh, wow. Der darf ein Weihnachts... Ach, ich frage einfach nicht danach. Was ist das für ein Spiel? Das ist Wild West. Das ist Wild West. Komm, wir spawnen ganz weit weg. Guns. Was hast du eigentlich hier für Guns? Sag mal her. Auch die gleichen oder andere? Ich glaube, es sind auch alles die gleichen, ne? Die machen sich keinen Unterschied, oder? Nee. Wie gesagt, wir können halt versuchen zu minen, aber das wird, glaube ich, schlecht ausgehen. Mining Pickaxe kann ich auch noch neu kaufen, eigentlich. Kann ich auch noch neu kaufen, eigentlich. Das wäre auch, glaube ich, mal lohnenswert. Tschö, tschö. So. Mal kurz aussehen. Was nehmen wir denn? Hä? Ach so, ja, stimmt, das ist die Sniper. Ja, ich vergaß. Ich hab grad gewundert, was ist denn da los? Warum ist das so? Aber ja, hat sich schon selbst erklärt. So, ich mach kurz hier langsam runter. Au. Okay, so. Dann gucken wir mal. Wo könnten wir denn hin? Wo könnten wir denn hin? Da läuft die Fähre gerade lang. Stimmt, ich könnte uns... Oh, Fenster hat keinen gemacht, ausgesehen. Hallo, ey, Roblox. Oh, jetzt, haben wir größer gemacht. Wir sind da oben. Gibt es hier oben eine Mine? Nee, echt? Nee, wir müssen echt nach unten da latschen, ne? Okay. Dann gehen wir nach da unten hin. Kann ich schon mal ein Pferd holen? Okay, das kann ich auch nicht holen. Hallo, bleib stehen, Pferdchen. So. Bei mir funktioniert der Link nicht. Dann versuch's nochmal. Eigentlich müsste er funktionieren. Geradeaus. Ja, okay, wir versuchen's mal. Wir versuchen's mal. So. Wir gehen mal mein Skelettpferd rausholen. Dann werden wir wesentlich schnell unterwegs, aber... Oh. So. Lass mal kurz dahin. Hier geht's hoch. Einmal kurz hier hoch. Und dann nehmen wir den Zug, weil der müsste eigentlich auch an der Mine vorbeilaufen. Ob vorbeifahren. Ach komm, das nehmen wir noch mit, komm. Bisschen Kleingeld für die Tasche. Das können wir auch mitnehmen, das ist kein Problem. Zack, komm her. Und ich zieh weg hier. Einfach schnell weg hier. Und natürlich wieder diesen doofen Aufgang hier suchen. Weil das Schlimmste von allen ist, wenn diesen Aufgang hier zu suchen. Oh, hier ist ein Loch. Ich sehe absolut gar nichts wirklich. Also hier ging es hoch. Ah, bruh. Wo liegt jetzt das Geld denn hin? Hä? Das Geld halt nicht, ne? Oh, mein Game hat sich... Mein Game hängt.
Crash jetzt Roblox. Crash jetzt Roblox. Ich glaube, Roblox hat sich aufgegangen. Ich glaube, Roblox hat sich aufgegangen. Ich glaube, Roblox hat sich gerade aufgehangen. Ja, moin. Dann müssen wir mal kurz neu joinen. Oh, Mann. Wie auch immer das jetzt funktioniert. Also, wie das halt gecrashed ist jetzt irgendwie. So. Geh nochmal neu rein. Okay, Stream läuft noch, das ist gut. Wir gehen nochmal neu rein. Da hat sie mal gerade fett aufgegangen, wo auch immer. So. Server, nochmal hier refresh. Und rein da, will ich jetzt mal kurz bitte. Ich will nicht diesen. Hallo, Intro! Danke. Da hat sich gerade aufgehangen. Einfach aufgehangen. Dies, das, Ananas. Aufgehangen. So. Mal, kann man erkennen? Ja, hallo? Wird das erkannt jetzt manchmal von OBS? Ah, jetzt, okay. So! Jetzt aber. Wieso bin ich jetzt in Jail? Hä? Oh. Junge, was geht hier ab, Alter? Was geht hier ab? Thick Mac? Thick Mac! Alter, was geht jetzt hier ab? Oh Mann. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Ich wollte nur ein bisschen. Ja, ne? Ich hab gar nichts gemacht. Außer mein Spiel ist gerade gecrashed, das ist auch das Einzige. Bitte, bitte. Lassen Sie mich raus hier. Kann ich mal eventuell erschießen oder so? Weil ich hier. Keine Crip. Kann ich hier raus? Hänge komplett fest, hör mal. Ich will auch noch raus. Bitte hier raus. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Aber jetzt mal hier. Was machen wir so? Ich warte noch hier, bis das passiert, ne? Ja, okay. Geht doch. So. Geht doch. So, jetzt warten wir noch, bis wir rauskommen und ein normales Leben führen können, wie ein normaler staatlicher Bürger. Die kloppen sich gerade zu Tode. Ja, wie gesagt, so. Um unser Pferd. So, dann wollen wir zur Mine eigentlich hin. Das macht doch noch ein bisschen idealer, weil wir hier in der Nähe direkt sind. Oh, das Spiel ist ja laut. Das Spiel ist ja höllisch laut. Ah, Mist. Okay, warte. Da fliegen die Pferde rum. Oh, Mann. Hallo, Pferdchen, aufstehen. So. Ich wollte ja in der Mine nochmal gucken nach einer neuen Picke. Muss noch gucken, dass ich jetzt hier. Das hat super funktioniert. Ungescheit runterkomme. Moin, was geht? Was ist dein Lieblingsspiel? Was ist dein Roblox Lieblingsspiel? Ach, das weiß ich jetzt. Das will ich nicht so genau sagen. Also auf jeden Fall Islands auf jeden Fall. Macht schon Spaß, ne? Also ich hab viele auf jeden Fall. Warte, ich will mal gucken. Wo kann man jetzt nochmal die.
Spitzhacke kaufen. War das nicht eine Mine hier? Oh, komm, das mal machen. Man konnte ja auch irgendwie eine Spitzhacke kaufen. Ich hab's leider vergessen. Ich hab's so lange nicht mehr gemacht. Oh, kann man sich in diesen normalen Stores kaufen? Oh, kann man noch eine Spitzhacke kaufen? Ich will eine Spitzhacke haben, Alter. Eine neue. Sit. Okay. Okay, lol. Was bedeutet Caps, wenn du groß schreibst durchgehend? Wo ist denn jetzt hier dieser Dings? Man kann doch irgendwo sich noch eine Picke kaufen. Oder ist es bei diesem Zeichen? Warte, hier ist eine. Das ist ein Sawmill, warte mal. Was ist da oben, dieser Fall? Also ich weiß, man kann ja jetzt irgendwie das Neueste irgendwie Bäume fällen oder so. Und kriegt dafür Holz. Aber das ist noch nicht ganz gerafft irgendwie. Geh mal. Warte, hier ist. Hier ist der Pfeil irgendwo. Hier ist irgendwo der Pfeil. Hä? Ich verstehe es nicht. Also ich. Wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht, wo man das mal machen kann. Deswegen suche ich gerade danach vergeblichst. Oh, kann es vielleicht sein, da oben im Shop? Ach nee! Ach, ich wollte doch gar nicht hin! Oh! Ich wollte doch. Ja. Au! Ja, egal, dann haben wir auch noch hier einen Shop in der Nähe. Ah, oh, jetzt ist. Ah! Genial. Das war mir mal so genial. So. Dann kommen wir kurz nach. General. Ah ja, doch, hier gab's die, okay. Ich hab Tier 5, man braucht Tier 6. Kostet 6000! Huch! Ich sag mal so, wenn man halt mich jetzt nicht tötet, dann könnte man das natürlich machen. Ach Gott, ach Digga. Zack, den weg. Dann haben wir den mal erledigt. Ah, ey. Wie kann man joinen? Einfach über die Roblox-Gruppe. Kommt zum Spawn von Wrong City. Ah, das funktioniert ja super, ne? Also ich weiß ja, wo eine gute Mine ist. Das Problem ist halt, dass da locker irgendwas dann kommt und da mich niederknüppelt. So. Dann holen wir mal kurz ein Pferdchen. Okay. Okay. Auch nice. Ich rufe das Pferd fällt erstmal runter. Nochmal neu, komm. Jetzt aber. Nice. So. Jetzt haben wir das Pferdchen. Jetzt, gehen wir mal, ich denke nach. Ja, gut, das müsste eigentlich funktionieren. Mal gucken. Wir gucken mal, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, na, was sollen wir machen? Was will man machen? So, jetzt kommt. Abfahrt. Ja, Vorteil in den. Ah, ich bin in diesem Ortlaw-Post. Ah, ja, ich bin doof. Aua. Okay. Da. Wir versuchen es mal. Ich glaube nicht daran, dass es funktionieren wird, aber wir versuchen es mal. Wir geben mal eine Chance. Natürlich, jetzt als am Outlaw gespawnt bin, das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Deswegen, ja, versuchen wir es trotzdem mal. Wir holen uns eine Picke und dann meinen wir das tolle Gold. Ich höre schon die Pferde kommen. Ah,
Oh Gott. Der war laut. Das ist ja richtig laut hier in der Höhle. Messerkampf, Alter. Oh, das ist noch ein Attentäter. Okay. Ja, Hit. Boah, Junge. Alt. Okay, jetzt habe ich uns die Chance, hier zu spawnen zum Beispiel. Ha. Siehst du? Alter, das war ja wild. Wie heißt das Spiel? Wild West. Einfach mit der Join. Einfach die Gruppe bei Join, dann kannst du schon mitmachen. Hat eigentlich was anderes zu bieten als die? Weil ich war hier sonst nie, war ich hier nie oben. Aber ich glaube, das ist auch. Na ja, gut, der hat die Camping-Sachen halt, ne? Das hat mich halt übelst weggefetzt. Aber echt übelst. Digga, dieses eine Dynamit einfach. Peng, weg einfach. So. Ah, jetzt müssten wir rein logischerweise ungestört minen können. Hier ist eigentlich runter, eigentlich. Ich glaube hier, ne? Ja, das geht fit. Okay, das geht nicht fit. Aua! Wir müssen langsam unser Pferd runterkommen. Nicken wir mal hier runter. So. So. Ha. So. Dann geht's weiter. Gehen wir in die Brücke hier. Ich bin mega low health, aber das lange, wenn ich im Fett gemaut habe. Junge, was ist denn hier los für? Also mit Raketenzeug, Alter. So, jetzt war ich hier schon an der Höhle, ne? Eigentlich sind wir ja schon hier an der Höhle. Dann müsste es ja wieder funktionieren. Okay, Pferdchen lässt nicht zu. Aber das Pferdchen lässt mich doch hier durch. Ja, es geht perfekt. So, jetzt müssen wir langsam wieder hier drauf, dass nicht runterfallen. So. Ey. Ach man, echt, dieses Leben im Spiel. Echt, es ist zum Kotzen. So, komm, jetzt hier. Wiederbeleben. Hallo, ey. Dann wollen wir jetzt ein bisschen näher dran. Das heißt, wir sind doof, weil ich mich da vorhin gemaut habe. Ach komm, wir gehen noch nach Bronx City. Und hier unser Pferdchen. So. Los geht's. Und dann galoppieren wir jetzt nochmal hin und versuchen es noch einmal. Ey. Ey, Mann, das ist immer das Gleiche, Mann. Ja, ja, solange ich im Friendly-Mode bin, kann ich da keiner hier töten. Steht auch hier. When you're friendly, accidentally attacking lawful citizens, won't damage them or make you a criminal. Das heißt, halt die Leute, die mich halt angreifen wollen, können mich ja nicht angreifen. So. Jetzt nochmal zurück da zum Ort des Geschehens. Komm, Pferdchen, gib mal ein bisschen Stoff hier. So. Oh nein. Oh Gott. Wo ist. Okay, das Büffeltier ist nicht da. So, wir sehen uns noch einmal. So. Und dann. So. Und jetzt geht's. Perfekt. Und so. Jetzt können wir noch ganz friedlich hier nach unten gehen. Und die Pickaxe schwingen. Bevor wir uns ja selbst dann wieder hinlegen. Das hier muss ich noch mit dem Pferd arbeiten. Ich glaube, muss ich mit dem Pferd arbeiten hier. Ja, oder so. Also ich mach's immer mit dem Pferdchen, das ist mal lustiger dann. Hä? Wieso geht denn gerade die Prozentzahl nach oben? Was war das denn jetzt? War ja mega funny. Einfach nach oben gegangen, Prozentzahl. Auch noch nie gesehen. Baust das ab, geh nach oben. Ja, moin. So. Das ist auch hier immer so eine doofe Ecke, das zu kriegen. Oh! Alter! Geisteskrank, die Leute hier immer. Die sind alle geisteskrank. Komm, ich kann noch retten, Alter. So.
So. So. So. Easy. Hey, wieso kann er mich denn abschießen? Was ist das für eine Logik wieder? Das macht gar keinen Sinn vom Spiel irgendwie, die Logik. Ah, ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, Farm auf und zu bringt hier nichts. Wenn ich dann eh nur abgeschossen werde und gestreamt werde, das bringt dann nichts. Hi, Fa, komm später. Ja, ja, komm später, später. Bin ich nach gefühlt paar Jahren auch wieder von meiner Oma zurück. Ja, moin. Also, wie gesagt, ja, Farm. Upsala. Farm bringt nichts. Aber das ist doch. Also, ich weiß. Oh, lag es vielleicht an der Explosion? Das kann eigentlich an der Explosion gelegen haben. Was auch immer das dann mit Kampf zu tun hat, aber okay. Dann, galoppieren wir mal wieder zurück. Wir testen das mal auch, das würde mich interessieren. Wenn ich nicht hochgejagt werde, ob das dann immer noch als Protected zählt. Das würde mich mal interessieren. Wir gehen da mal kurz wieder zurück zur Mine. So. Zack. Und dann. Ah, nee, schon wieder. Aua. So. Also ich hätte das nur mit, hat mich vielleicht in den Kampfmodus versetzt, deswegen, das macht eventuell Sinn. Das heißt, wir gehen wieder hier hoch. Gehen wir hier hin. Also an sich macht Minen keinen Sinn eigentlich auf Privatservern. Weil man eh nur die Hälfte bekommt. Okay, ich mine wieder gerade hoch. Auch interessant. Zack. Zack. Ich will mal wissen, wie viel der Preis hier so wert ist auf VIP-Servern. Deswegen würde mich das mal gerne interessieren. So. Kommt mal. Was? Kommt man von Kopfgeld runter? Ja, wenn das Kopfgeld halt sich genommen wurde, ne? Das heißt, wenn einer halt dich tötet, dann ist das Kopfgeld auf jeden Fall weg. Bin wieder. Hallo, Roblox Mir. Willkommen zurück. Und moin, moin, Masse. Willkommen auch zurück. Oder. Willkommen, Stream. So. So. Mal gucken, ob das jetzt geht. Ha, und dann. Uninstall, so. Uninstall ist ja schon. So. Ah, nein, 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 geh rein, TNT. Zieh Leine. So. Zack. Zack. Oh. Geisteskrank einfach nur hier. Alles nur Selbstmordattentäter. Hä? Was ist das? Das macht gar keinen Sinn. Okay, das Spiel macht keinen Sinn. Das Spiel macht keinen Sinn. Also, wie das jetzt funktioniert, ist irgendwie eine Frage. Ich hatte Protection eigentlich an, war friendly, aber trotzdem kannst du irgendwie doch töten. Also, das macht irgendwie doch keinen Sinn irgendwie. Sehr, 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 sehr seltsam. Sehr, 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 sehr seltsam. Eine Frage, soll ich dir 25 Euro Robux-Code geben, weil ich habe kein PayPal, habe zum Donaten? Nee, muss nicht. Kannst du mich bitte grüßen? Ich grüße Klemi, willkommen im Stream. Also das hat jetzt eigentlich mega keinen Sinn ergeben. Das hat ja gar keinen Sinn ergeben irgendwie. Huch, okay. Das war mega weird. Okay. Null. Ja, wollen wir ein Duell, Alter? Ich glaube, der stresst hier immer. Zack! Abgestochen! Oh nein! Oh. Diese Waffe ist auch manchmal Much. Ja, nachts sieht man auch voll schlecht hier. Das ist Dreck. Das ist so blöd, dass ich dich gestern erst gefunden habe. Oh, nö, das ist doch nicht schlimm.
Mann, der Alex. Alex, der Held, der wollte schon ganz Zeit einen drauf haben. Alter, jetzt kriegt er einen drauf hier. Komm. Alex, komm her. Nimm ihn auseinander. Nein. Boah, wow, Alter. Ja, moin. Einmal wieder kaputt. Einmal wieder tot. Einmal wieder tot gemacht. Okay, jetzt habe ich einen Cooldown. Das heißt, wir müssen woanders hin. Gehen wir noch... Ah, komm noch hier. Boah. Ey, Pferdchen, komm. Der Zug ist meins. Au! Oh Mann, einfach gegen den Zug gerannt. Ja, moin. Ich komme jetzt auch. Ehre, Ehre. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, wow, das hat sich auch erledigt mit dem Zug. Wie funktioniert das mit dem Bäumefällen? Das würde mich mal interessieren. Wie kann ich den Bäumefällen überhaupt eigentlich? Mit der Axt nicht? Das macht ja keinen Sinn. Wie kann ich Bäume fällen? Was wäre ich denn heute, Alter? Hunting? Nein. Mining? Nee, lohnt sich eh nicht. Na, Robbery? Ah, komm. Later. So. Oh, ich muss nachladen. Sehr ungünstig. Tot. Sehr ungünstig gerade gewesen. Komm her. Versichert, Mann. Zack. Easy. Siehst du, Nahkampf, da kann mich keiner kriegen, Alter. Nächste. Ich weiß nicht, wer du bist, aber trotzdem. Oh Gott. Ah, er wird runterleiten. Er wird runterleiten. Robin hat's drauf angesehen. Oh, es ist auch so verwirrend, dieses Friendly Fire. Ah, jetzt ist er tot. Dieses Friendly Fire ist so verwirrend. Alles ist verwirrend, wirklich, Alter. Aber dieses Friendly Fire ist echt sehr komisch. Das muss ich echt sagen. Das ist echt sehr, sehr kacke gemacht in Wild West. Hallo, Random. Willkommen im Stream. Ich finde, das ist echt sehr, 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 sehr komisch gemacht, dieses Friendly Fire. Ja, was ist der abgeht, Alter. Digga, es ist einfach unglaublich. Soll ich die beschützen? Ich glaube, beschützen, weiß nicht. Eventuell. Komm, wir gehen nach hier. Das Problem ist, ich kann ja nicht minen gehen, weil ich dann einfach abgeknallt werden kann, trotzdem, wo ich nichts habe. Das ist das Problem. Pferdchen. Was gibt's noch im Jagdstore zu kaufen? Wie gesagt, der hat ja einiges verändert. Wo ich letztes Mal hier war. Ui. Alter, wie komme ich jetzt rüber? Hier am besten. Guck mal kurz, wie wir rüberkommen. Ah, das schafft er schon. Mein Fächchen schafft das schon. Komm. Also dieses Friendly Fire, das verstehe ich nicht. Irgendwie, das ist sehr komisch. So, komm. Hier mal hoch. Einmal hier hoch, bitte. So, guck mal, den hier machen. Dann Uncall, dann wieder Call. Und los geht's. So. Wow, was gibt's denn hier Neues? Hunter Shop. Gibt's irgendwas Neues? Specials eventuell? Eine Bear Trap? Oh, die Axt hier. Obwohl. Ah, doch, ist schon, glaube ich. Ist da ein bisschen mehr dazugekommen? Also, entweder denkt das nur, oder ist ein bisschen mehr dazugekommen.
Horsebow, okay. Bogen gibt's anscheinend, aber das gibt es schon länger. TNT. Knife. Äxte. Sind dafür die Äxte gemacht? Aber sind diese Äxte nicht zum Handen eigentlich? Ich kann mir trotzdem eine kaufen, hier auch zum Testen. Damage. Ist das wirklich eine Axt zum Dings? Nein, ich will doch... Hä? Equip. So. Ist das wirklich eine Battle-Axt? Oh, kann man damit wirklich Bäume fällen? Ah, okay. Also doch, man kann da... Man kann da damit... Okay. Das macht Sinn. Jetzt versteht sich das. Ja, Mann, dann will ich mal kurz wissen, wie das mit Bäumefällen eigentlich aussieht. Ob es sich lohnt, überhaupt das zu machen. Würde mich mal schon interessieren, hör mal. Wow, es hat mein Game rausgebracht. Na ja, nice. Nice. Wow, was kann ich in deine Fraktion... ich glaube, die ist voll sogar. Huch. Okay, Tier 3. Kann ich erst nur mit Tier 3 diese großen hier fällen? Was kann ich denn sonst damit... Oh Gott, das verfolgt mich. Ich sehe es aber schlecht, weil es dunkel ist. Dafür brauche ich Tier 2. Mit welchen Dingen kann ich denn eigentlich... Warte, gehen wir genug zurück. Ich habe noch Geld dabei, so ist ja nicht. Boah, irgendwas verfolgt mich, aber ich merke nicht was... Ah, das ist der Bär! Aua! Brr. Der Bär hat mich auch getötet. Ja, moin! Okay, nochmal, komm. Wo ist das Village? Hier. Spawn. Jetzt ist es ein helliger Tag. Oh nein, schon wieder der Bärmann. Oh Gott, der Bär. Oh Mann. Geht das dort eigentlich noch? Mal gucken. Einfach mal so, vielleicht geht's da noch. Muss man die Fraktion umbenennen. So, jetzt aber. Ah, nicht schon wieder. Hau ab! Zieh Leine! Oh, Junge! Ich will doch einfach nur wissen, ob es das bringt. Einfach nur wissen, ob es das bringt, das zu machen. Ich habe noch ein bisschen Geld übrig, da können wir ein bisschen investieren gehen. Gehen wir mal hier rein. So, Axtes. Das kostet 2. 4.500. Uff. Okay, krass. Echt nicht gedacht. Mein Bein tut weh. Dann, ach Jungs. Einmal pusten, dann hilft es schon. Jetzt das Friendly Fire verstehe ich immer noch nicht. So. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall viel Holz dafür. Ah, okay, Crossbowbox. Settings, change name. Geht das? Mal gucken. Nein, es funktioniert nicht. Vielleicht so. Och. Es ist so bescheuert, ist das, dass das nicht geht. Echt, die kloppen sich alle hier zu Tode. Ich würde einmal gucken, wegen meiner Fraktion. Und dann das hier. Team, Faös. Geht das? Warum geht denn das nicht? Ach, okay. Team PH. Vielleicht so? Okay, das geht. So. Ich finde das, wie gesagt, das Getänke immer doof. Warum wird das alles getaggt, Mann? Das verstehe ich nicht. Das ist so doof gemacht irgendwie. Hä? Was hast du jetzt getötet? Ach. Was ist dein echter Name, bitte sagen? Nee, das bleibt noch geheim. Das bleibt noch geheim, sag mal.
Wie soll man pusten, wenn ich einen Gips habe? Ja gut. Und dann einfach, Hexen. Hex, Hex, ne? Und wenn das nicht geht, dann, ja, weiß leider nicht weiter. Ich will mal kurz wissen, was für Bäume kann ich denn abholzen mit der Axt? Das würde mich immer interessieren. Ich kann auf jeden Fall nicht den großen, Wo ist er denn? Ah, er ist schon da. So, einmal und dann. Nochmal kurz in Deckung gehen. Warte, ich muss kurz Zuschauer weg rasieren. Zack, und er ist weg. So, das haben wir hinter uns. Jetzt gehen wir weiter gucken. Also, wo kann ich jetzt hier die Bäume ab... Ich meine, welche Bäume kann ich mit der Tier-Axt 1 eigentlich abfällen? Weil ich sehe jetzt wirklich keinen einzigen Baum, wo ich gerade eingreifen könnte. Können wir in den Chat reinschreiben? Wie heißt das Spiel? Wild West. Vielleicht hier die Bäume eventuell? Mal gucken. Geht das? Also, da sind anscheinend ein paar Tick angezeigt, aber. Ah, wohl. Ach, komm. Wo ist der? Da. Ah, der war, glaube ich, daneben. Noch einmal nur Bäume fällen. Ein einziges Mal. Zack, der ist auch weg. Oh, jetzt ist mir ganze Truppe hier angelaufen wieder. Also es ist wirklich nicht möglich. Also immer so Streams stelle ich mir jetzt ehrlich gesagt sehr schwer vor. Weil du kannst halt nicht fahren, du wirst halt nur durchgehend weggeknüppelt. Deswegen, macht's eher wie, also es ist schwer halt zu streamen halt auf Dings. Also Wild West zu streamen. Weil das PvP-Feature von denen funktioniert ganz und gar nicht. Geht's an diesem Baum hier Platten machen? Oder geht das nicht hier? Und ob ich Englisch kann? Ja, ich kann Englisch. Kann man diese Bäume nicht abfüllen? Es ist hier noch nichts angezeigt. Ich will nur einfach nur einen Baum haben, den ich mal fällen kann, bitte. Okay, der ist tot. Den kommt auch nicht fällen. Oh. Seht ihr, das verstehe ich nicht. Ich bin im Fire-Friendly-Mode, aber trotzdem kann ich halt angegriffen werden. Es macht halt echt keinen Sinn. Also die Spiellogik macht einfach keinen Sinn. Aber ich natürlich jetzt nicht nach Axt töten, Alter. Wow. Oh Mann. Wie lange streamst du noch? Ich glaube bis 19 Uhr noch. Roleplay streamen nächste Woche. Oh wow. Ja, also das, also ich glaube, sag mal so, an sich Roleplay, das macht mehr Sinn, glaube ich, hier. Aber es ist halt sehr schwer, also so merke ich das gerade, auf jeden Fall einen Stream damit zu machen. Videos ja, aber Stream ist sehr schwer. Ja, ich denke mir, so schießt ist ganz einfach gesagt. Ich muss auf jeden Fall mal... Ich will nur rausfinden, momentan, welcher Baum irgendwie funktioniert, um den zu fällen. Aber irgendwie, ich finde es ja nicht raus, weil ich durchgehend jede 50 Sekunden abgeknallt werde in dem Game. Weil das PvP-System hier so einfach so ein geiles Produkt ist. Ich nehme kurz meinen Bodyguard mit mir. Kann ich eigentlich ernsthaft nur so welche Bäume hier knüppeln? Geht das? Hä? Hey. Also ich weiß nicht, also entweder stehe ich mich blöd an oder ich check nicht, wie man halt Bäume fällen kann in dem Game. Der geht nicht, noch mal kurz. Das kannst du doch keinem sagen.
Wir gehen mal ein bisschen auf Untersuchungssuche. Fahr aus, untersucht Bäume. Suchen wir mal die Bäume hier. Vielleicht lassen die sie ja mit sich machen. So. Hier, also das ist ja unwahrscheinlich, dass der Baum funktionieren wird. Aber hier, seht ihr? White Oak Plant. Da steht, da funktioniert es wieder. Also das muss ich eigentlich dann... Das, oh Gott, sind so viele Leute im Weg. Das funktioniert. Kann ich hier Büsche kaputt kloppen? Nee. Was mit dir? Ah ja, der geht. Ah ja, okay, perfekt. Endlich mal Bäume fällen. Ui. Oh. Die Loks, die fallen ins Wasser. Ich werde jetzt mal gerne ausprobieren, wie das funktioniert. Ich habe dieses Feature noch nie probiert. Dieses, Fällen. Der ist wieder zu groß. Dieser eine Baum, der hier war, der hat funktioniert. Nee, das geht auch nicht. Das ist komisch. Sehr komisch auf jeden Fall. Kann man dich zum Beispiel... Was? Kann man dich zum Beispiel in MM2 duellen? Ja, eventuell mal im Video, eventuell, würde ich mir sogar vorstellen können. Nee. Der Baum vielleicht? Ah, ich kann ja mal eine Umfrage machen, ob ihr mal ein MM2-Video aussehen wollt. Ah, der Baum geht. Okay. Warum immer der Baum geht und die anderen nicht? Upp. So. Gehen wir mal hier hoch. Den nehmen wir auch mal mit. So. Wo ist noch ein Baum hier? Ich glaube, der müsste auch noch hinhauen von der Größe her. Der geht nicht. Ich glaube, dann haben wir keinen mehr. Das heißt, für... Ach, das geht ja nicht. Ach, Digga! Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts. Wo ist mein Pferdchen jetzt? Das ist nicht mein Pferdchen. Ach, guck mal, so ist ja auch unnötig. Bin ich ganz ehrlich, so ist ja unnötig. Ihr Superdad. Ich bin Superdad. Ja, so ist ja wieder eigentlich unnötig, meiner Meinung nach. So finde ich eigentlich wieder unnötig. Jetzt kann hier auch Holz sammeln gehen. Belastend. Deswegen sehe ich auch sowas hat. Deswegen sage ich halt auch immer, also so ein Wild West Stream, das macht keinen Sinn eigentlich. Also was heißt keinen Sinn? Es ist halt echt nervenzerreißend, weil man einfach von jedem fünften einfach, okay, das geht nicht. Von jedem fünften einfach ohne Grund abgeknallt wird. Und dann ist halt sowas, obwohl man PvP, muss man sich vorstellen, im PvP-freundlichen Modus drin ist, kann man trotzdem angegriffen werden. Also es ist einfach. Es ist so sinnfrei. Deswegen, ja, es ist belastend. Einfach unnötig einfach. Einfach unnötig. So, machen wir diesen Baum noch auseinander hier. Ach, diese Baumgrößen, ne? Das ist. Huch, was ist mit seinem Pferd los gewesen? So, haben wir irgendwie noch einen Baum, der jetzt eventuell jetzt. Weil jetzt das Problem ist, finde ich hier keinen Baum. Und das hat echt unnötige Aktion gewesen. Weil ich glaube, die Person weiß, dass ich gerade diesen Baum hatte und den verkaufen wollte. Oh, das ist für Stockduster. Und der gerade verkaufen wollte, deswegen. Naja. Ey, Holz. Ich will doch einfach nur dieses Lock-System mal austesten. So, jetzt habe ich hinten einen Baumstamm. Jetzt gehen wir einfach kurz zum Sägewerk. Und dann will ich mal kurz austesten. Hallo. Pferdchen. So. Gehen wir mal kurz austesten am Sägewerk. Dann gucken wir uns mal an, den ganzen kleinen Kram. Ah, ich bin doch doof. Warum nehmen wir das Pferd eigentlich? Zack. So, jetzt aber, komm. Geh mal kurz einmal zum Sägewerk. Und dann will ich mal dieses Feature mal angucken. Wie gesagt, ich habe nie mit dem Sägewerk gearbeitet, deswegen will man gerne wissen, was das bringt. Ich schätze mal nachher fürs Update, für diese, für den die Häuser kommen. Aber. Hä?
Ach so, warte mal. Wenn ich das richtig verstehe, warte mal kurz. Ist das dafür gut? Warte mal kurz, würde mich interessieren. Right. Ach so, das Verkehr ist fett. Wem gehört denn das? Wo ist mein Fett eigentlich wieder? So, jetzt. Nämlich, das würde mich mal interessieren, was dafür. Also, wie gesagt, ich kenne das ganze Holzsystem nicht. Ich spiele auch so oft nicht Wild West. Nico, Ehre für den Abo. Kuss geht raus. Nee, was ich mal sagen wollte ist, ich wollte mal kurz gucken. Oh, hier ist Wasser. Ich wollte mal kurz gucken, ob das damit zu tun hat. Ach, dieses Dreckspferd, Mann. Dieses doofe Pferd. Streamst du jeden Tag? Nein. Das ist ja zu krass. Wenn ich jeden Tag streamen würde, oh. Nee. Also ich mache auf jeden Fall, wie gesagt, zweimal Videos, also zwei Videos an, in der Woche und ein Stream. So, ich will mal kurz das testen. Ja, wir gehen mal kurz testen, ob es dafür gut ist. Oh. Ach Mann, ich bin zu doof, dieses Pferd zu reiten. Komm, Pferdchen. Steh auf. So, jetzt aber. Ich will es einmal nur ausprobieren. Einmal und nichts anderes. Du. Menno. Schon eingenommen worden. Gibt es nicht noch irgendwo ein... Oh Gott! Oh je. Hab kein TT. Gibt es nicht noch irgendwo ein Dings? Eine Festung oder sowas? Ich glaube, es gab doch noch eine Festung. Es gab zwei immer. Wenn ich mich recht entsinne. Ah ja, doch, gibt's. Warte mal. Die ist hier unten. Ah ja, so. Gucken wir uns mal an. Das war die da unten, die noch die zweite ist. Lass einfach den Schienen folgen. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier lang. Nein. Da müssen wir lang. So, dann gucken wir mal kurz jetzt hier. Aber ich will mal, also wie gesagt, dieses ganze Holz-Feature kenne ich noch nicht ganz. Ist mir noch mal heiß und brennend interessant, was das Holz eigentlich kann. Oder einer schaut mal gleich in den Chat rein, das kann man auch machen, ne? Boah, ei! Ich kann einfach nicht mit dem Pferd umgehen, Mann. Einfach zu schlecht. Bin einfach zu schlecht mit dem Pferd. So, jetzt aber. Was da auch mal geil wäre, ich glaube, das wird auch noch kommen eventuell. Aber was ich da fühlen würde, wären Kutschen. Kutschen hingehen ist dann natürlich noch Overkill. Das fände ich aber richtig geil. Das fände ich nochmal richtig geil. So. Kann man das nicht irgendwie claimen oder bin ich jetzt irgendwie verkehrt hier? Aber gab es wirklich nur eine Burg, die man claimen konnte? Ich meine mich zu erinnern, es gibt zwei Orte. Oder ist das wirklich jetzt nur hier ein Ort an sich? Entschuldigung. Kommt man da mit rein? Weiß nicht. Wie heißt du auf Robbers? Kannst du meinen Kanal grüßen? Heißt da Tima? Okay. Ah, ich grüße Thema. Ich habe nichts gemacht, gar nichts. Genau. Was zwei kann man claimen, aber wurden schon? Ja, wo ist denn die zweite? Ach, da unten, lol. Da unten im Eck. Achso, eh keine Sau. So.
Dann müssen wir hier lang. Dann gehen wir hier lang. Genau, da müssen wir hin. Mal gucken. Lul. Oh Gott, hier ist ein Büffel. Ich meine, wir haben ja gerade mehr Angst um den Büffel, der da ist. Oh. So, wir haben jetzt diese... Also ich glaube nicht, dass sie im Wilden Westen doch so eine Kanone hatten, aber... Ernsthaft, das darf ich nicht da runterholen. Oh. Oh, ach man, das war der Büffel, Mann. Oh, Mann. Der Büffel hat mich einfach getötet. Der Büffel hat mich einfach getötet. Einfach der Büffel. Ja, ich sag mal so, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall meine nice Angelegenheit, das mal zu testen, wie das so aussieht, wie das im Stream ausgeht. Also ich glaube eher weniger in so einem Wild West Stream, weil das halt ein bisschen sehr chaotisch ist und wenn man halt versucht, das irgendwas zu machen, dann, naja, geht's halt echt in die Hose. Deswegen, würde ich sagen, hüpfen wir jetzt mal kurz auf das Team Far aus Hangout Place. Zack. Und gehen nochmal kurz schnell rüber. So. So, jetzt war ich nur noch, bis das erkannt wird. So, da sind wir schon wieder. Deswegen würde ich sagen, war es dann auch das schon heute mit dem Stream. Wie gesagt, man hat die Abmoderation, deswegen geht jedes bis an 19 Uhr. Ich würde sagen, war auf jeden Fall eine interessante Leistung heute mal. Auch mal so einen leichten Einblick, wie das aussieht, wenn ich einen Wild West Stream machen würde. Ich kann mal gucken, wie ich einfach so einen großen Wild West Stream mache. Kann ich mal einmal machen. Huch, okay, er schiebt mich mal komplett weg. Und wie gesagt, war ein bisschen chaotisch, also zum Farmen auf jeden Fall nicht geeignet, weil man dann durchgehend immer abgeknallt wird. Außer man könnte es irgendwie regeln, dass man nicht abgeknallt wird und dass man halt die Leute dann kickt, wenn die halt einen abknallen. Aber ich würde sagen, ja, das war's dann mit dem Video. Wie gesagt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen, auf jeden Fall nicht zu vergessen. Und die Glocke aktivieren, dass ihr keinen neuesten License oder Videos auf meinen Kanal verpasst. Checkt auf jeden Fall die Rollos-Gruppe Merch hier aus. Wie gesagt, da gibt es momentan die limitierte Sachen. Gut, den will ich dann auch limitiert machen. Den wird es dann nach dem nach der Aktion nie mehr wiedergeben, weil ich finde, der hat schon etwas. So, ne? Deswegen, auf jeden Fall werde ich ja noch einen Limited Timer dann, also Limited Only hinschreiben. Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal. Haut rein, Leute, und ciao! Warte, warte, darf ich mal kurz winken, bitte? Einmal winken. Komm, bitte. Komm, nein, oh, 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 wow. Okay, tschüss.